Ja, unsere Abendveranstaltung ist übertitelt mit dem Slogan Der Aufstieg der AfD und die Notwendigkeit des Aufbaus einer revolutionären Partei. Wir kommen also nach einem vollen Tag der Workshops und vieler Diskussionen jetzt zur ersten großen Diskussion, die sich mit der aktuellen politischen Situation befasst und der großen Frage, was wir als politische Linke insgesamt, aber insbesondere wir als revolutionäre MarxistInnen, dem entgegenzusetzen haben. Kurz zu meiner Person. Ich bin Marco, ich bin in München bei der Revolutionären Internationalistischen Organisation organisiert und habe die große Freude, heute durch diesen Abend moderieren zu dürfen. Dieses Sommercamp, das wir veranstalten, richten wir aus als revolutionäre internationalistische Organisation, die die Tageszeitung klasse-gegen-klasse.org herausgibt, die ihr sicherlich alle kennt. Wir sind Teil einer internationalen Strömung der trotzkistischen Fraktion für die Vierte Internationale. Wir freuen uns auch heute, nachdem wir sie auch gestern schon begrüßt haben, zum Dokumentarfilm über die besetzte Fabrik Mardi Gras, auch heute noch einmal die Genossinnen der verschiedenen FT-Sektionen hier begrüßen zu dürfen bei uns in Regensburg. Es ist immer eine sehr, sehr große Freude, so viele Leute aus aller Welt und hier bei uns begrüßen zu dürfen. Also unsere wärmsten internationalistischen Grüße an euch. Ich freue mich irre, dass auch dieser lange Tag der Diskussionen euch den Kampfgeist nicht irgendwie gemindert haben, sondern wir mit voller Aufmerksamkeit und mit voller Kraft uns dieser Diskussion stellen heute. Die Situation, in der wir uns befinden, vor dem Hintergrund derer wir heute diskutieren, ist keine einfache. Ich will, bevor ich unser Podium vorstelle, einige Schlaglichter nur auf die politische Lage werfen, in der wir uns gerade befinden, um der weiteren Diskussion etwas den Rahmen zu geben und den DiskutantInnen die Möglichkeit zu geben, daran aufzubauen. Ich möchte beginnen mit dem Titel des aktuellen Spiegel, der morgen erscheinen wird. Überschrieben ist er mit »Alle schaffen Wachstum«. Und dann sind da so Balken dargestellt, Spanien plus 2,5, USA plus 1,8, Japan plus 1,4 und dann ganz rechts unten ist so ein kleiner Pfeil, der nach unten weist, Deutschland minus 0,3. Wir nicht. Warum die deutsche Wirtschaft abrutscht und was helfen würde. Und es stimmt, die wirtschaftliche Lage ist schlecht und in Deutschland ist sie noch schlechter als anderswo in der Welt. Seit der Krieg in der Ukraine tobt, kämpft die deutsche Wirtschaft und damit die deutsche Bundesregierung damit, sich von der Energieabhängigkeit von Russland zu lösen. Anderthalb Jahre Krieg in der Ukraine bedeuten anderthalb Jahre Zeitenwende, anderthalb Jahre Aufrüstung, aber für die Lebensbedingungen der Massen bedeutet das auch insbesondere anderthalb Jahre der Angriffe, der Inflation und der Verteuerung unseres Lebens. Gleichzeitig ist, was die Regierung sich vorstellt, wie sie mit dieser Krise umgehen will, dieses und was helfen würde beim Spiegel, schon ziemlich klar, nämlich sparen. Lindner hat als Finanzminister seinen Sparhaushalt schon vor einiger Zeit vorgestellt, der in allen möglichen Bereichen des Sozialen kürzen will, nur eben die Aufrüstung bleibt davon unberührt. Der deutsche Imperialismus will sich militarisieren und dabei kommen dann solche versprochenen Reformprojekte der Ampelregierung wie die Kindergrundsicherung erst kürzlich einigermaßen unter die Räder. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich davon noch nicht so richtig viel anmerken lassen. Nach der Klausurtagung der Regierung diese Woche hat er noch einmal ganz stolz verkündet, dass es ja das Deutschlandtempo gibt und dass alles eigentlich auf Hochtouren läuft und dass wir jetzt nur ein bisschen Bürokratie abbauen und dann erleben wir schon unser grünes Wirtschaftswunder. Konkret, was Sie sich ausgedacht haben, als Antwort auf diese wirtschaftlichen Probleme, vor allem erst einmal Steuererleichterungen für
Unternehmen in Milliardenhöhe. Was wir also sagen können, ist, dass von dem ursprünglich einmal fortschrittlichen Anspruch, den die Ampelregierung hatte, als sie angetreten ist, in der Praxis nicht viel übrig geblieben ist. Die Ampelregierung ist also nach rechts gegangen und selbst solche Reformen wie das Selbstbestimmungsgesetz enthalten inzwischen nicht nur Zugeständnisse an die politische Rechte, sondern regelrechte Angriffe, wie dort jetzt, dass die Daten derjenigen, die ihren Geschlechtseintrag ändern lassen wollen, sofort an die die sogenannten Sicherheitsbehörden weitergegeben werden und damit auch mittelbar notwendigerweise in die Hände von faschistischen Banden, die mit ihr verwachsen sind. Jenseits der Regierung betrachten wir denselben Aufstieg der Rechten, dieselbe Verschiebung nach rechts, einen Aufstieg der Rechten als eine Reaktion darauf, auf die massive Unzufriedenheit. Die Ampel ist wahnsinnig unbeliebt. Der Deutschland-Trend von gestern besagte, dass nur noch 24% der befragten BundesbürgerInnen mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden sind. Und diese Unzufriedenheit kanalisiert sich vornehmlich gerade nach rechts. Die AfD ist auf immer neuen Höhenflügen in den Umfragen. Auch hier gestern im Deutschland-Trend waren es 22%, die aktuell bei einer Bundestagswahl der AfD ihre Stimme geben, deutlich mehr als den Grünen oder der SPD. Auch die Union unter Friedrich Merz blinkt nach rechts. Wir haben alle noch diese Sätze im Ohr von der Alternative für Deutschland mit Substanz. Und wo wir in nächster Zeit ganz unmittelbar die Rechtsentwicklung an den Wahlurnen werden ablesen können, ist bei den Landtagswahlen in Bayern und in Hessen. Bayern ist in der medialen Berichterstattung auch deshalb etwas präsenter, weil wir jeden Tag neue Schlagzeilen darüber lesen dürfen, wie der Wirtschaftsminister und Vize-Landesvater des Freistaats Hubert Aiwanger seine reichlich braune Vergangenheit zu beschönigen oder auch nicht zu beschönigen, aber zumindest abzutun versucht. Wer mit der Regionalbahn aus München angereist ist, der hatte das Vergnügen, durch Aiwangers Geburtsort Ergoldsbach zu fahren und kam dann also auch an dem Kaff vorbei, in dem er zur Schule gegangen ist, wo er seine Nazi-Flugblätter verteilt oder eingesammelt hat. Vielleicht ist es ein bisschen zu viel zu sagen, aber Aiwangerland ist jedenfalls nicht weit weg von hier. Und die Antwort, die uns in den Medien präsentiert wird, gegen solche rechten Umtriebe, ist dann quasi eine breite Front aller Demokraten aufzubauen, die dann selbst Markus Söder mit einschließt. Allerdings, wenn wir gegen die Rechte etwas entgegensetzen wollen, dann hilft uns keine Stimme für die Linkspartei oder auch für keine andere demokratische Partei. Wir werden sicherlich in der Diskussion darauf zu sprechen kommen, welche Antworten wir darauf geben müssten. Eine Beschreibung der nationalen Situation wäre aber schief, wenn wir diese Rechtsentwicklung nur einseitig betrachten würden. Wir hatten ein ganz anderes Phänomen, das dem entgegensteht, den Streikfrühling. Und zwar zuerst mit Streiks bei der Post, dann im öffentlichen Dienst, Hunderttausende Beschäftigte, die in den Streik getreten waren. Wir erinnern uns an das Schlagwort Megastreik, als Verdi und die EVG gemeinsam den öffentlichen Verkehr lahmgelegt haben. Der Streikfrühling war sicherlich ja auch kein rein deutsches Phänomen. Wir haben ebenso die riesigen Streiks in Frankreich beobachtet, worüber wir auch im Rahmen des Camps an vieler Stelle gesprochen haben. Auch in Großbritannien waren große Streiks und so weiter. Im Ergebnis allerdings, zumindest in Deutschland, war die Kontrolle über diese Streiks immer noch weitgehend in den Händen der Gewerkschaftsbürokratie. Und so endeten diese Tarifrunden mit Ergebnissen, die der Lage nicht angemessen waren. Also die Inflationsraten kaum ausgleichen konnten. Und obwohl es das Potenzial und zum Teil ja sogar die Abstimmungsergebnisse der Mitgliedschaft gab für harte Erzwingungsstreiks, wirkte die Gewerkschaftsbürokratie diese Potenziale ab. Und ich denke, wenn wir darüber diskutieren, dann muss das auch ein Teil der Fragestellung sein, wie wir uns damit auseinandersetzen. Erst Anfang dieser Woche machte dann ja wieder die Nachricht die Runde, dass nun final bei der Bahn die Streiks abgewandt waren, nachdem die Mitgliedschaft der EVG das Schlichtungsergebnis angenommen hat. Von dem großen Enthusiasmus der Basis für dieses Schlichtungsergebnis zu sprechen, wäre trotzdem vollkommen falsch. Gerade mal etwas mehr als die Hälfte der Leute, die dann tatsächlich abgestimmt haben, waren für die Annahme des Schlichterspruchs und abgestimmt hatten auch nur 65%. Das heißt, der Unmut der Basis ist weiterhin da. Der Wille, sich etwas zu erkämpfen, existiert weiter. Und auch wenn der Streikfrühling, so wie der Frühling insgesamt, vorbei sein mag, bleiben die Probleme virulent, die wirtschaftlichen Probleme, die
Probleme in unseren Lebensbedingungen und die Inflationsrate sinkt weiterhin nur allmählich. Das heißt, genug Anlass für eine große kämpferische Tarifrunde der Länder im Oktober oder Ende Oktober ist also gegeben. Uns stehen also potenziell spannende Monate bevor, in denen eine linke Stimme in der nationalen Situation umso dringender nötig wäre. Allerdings, ein weiteres wichtiges Element, das ich nicht unerwähnt lassen kann, ist die Krise der Partei Die Linke, die sich zu zerlegen droht. Auch darüber wird zu sprechen sein, was unsere Aufgabe ist als revolutionäre Marxistinnen, wie wir uns dazu verhalten können. Und das wird, denke ich, eine interessante Diskussion geben mit unterschiedlichen Vorstellungen, was wir in dieser Situation tun können, während, wo ein Flügel der Linkspartei sozusagen ein Weiter-so proklamiert, während sich Wagenknecht und ihre Anhängerin bereits auf dem Absprung befinden und wir durchaus eine Situation absehen können, in denen es konkurrierende Wahllisten im kommenden Jahr, etwa bei den Europawahlen, geben könnte. Diese Frage also, welche Antwort die Linke braucht angesichts dieses politischen Panoramas und insbesondere angesichts der Krise der Partei Die Linke und angesichts des Aufstiegs der AfD, wollen wir heute auf dem Podium diskutieren. Dafür haben wir vier Menschen hier sitzen, die in der Reihenfolge, in der sie sprechen werden, sich arrangiert haben. Ich darf sie einmal vorstellen. Als erstes wird Lennart sprechen, der viele Jahre lang Mitglied im Netzwerk Marx 21 in der Partei Die Linke war, nun jedoch damit gebrochen hat und aktiv mit uns gemeinsam in Münster unsere Studierendengruppierung, unsere marxistische Hochschulgruppe Waffen der Kritik aufbaut. Ich freue mich sehr, dass du den ersten Input übernehmen wirst. Ich denke einmal noch kurz vor. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute nicht nur unter uns diskutieren, sondern auch Gäste aus anderen politischen Organisationen hier begrüßen dürfen. Als zweites wird Daniel sprechen von der revolutionär-sozialistischen Organisation, kommt aus Berlin, ist dort aktiv im Koordinierungskreis der Berliner Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften, VKG. Viele von euch werden sich sicherlich an die Diskussionen erinnern, die wir gemeinsam im Rahmen der Revolutionären Bruchkonferenz in Berlin geführt haben. Ich bin sehr froh, dass wir heute wieder einen Rahmen gefunden haben, um diese Diskussion fortzuführen. Herzlich willkommen, Daniel. Ein weiterer Gast, über den ich mich sehr freuen kann, ist Ramazan. Er spricht für die Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht BAGA, die 2016 gegründet wurde aus aktiven GewerkschafterInnen, aus Betriebs- und Personalräten, aus GewerkschaftssekretärInnen, die bundesweit Öffentlichkeitsarbeit leisten will, um kämpferische Belegschaften zu unterstützen, ihnen Öffentlichkeitsarbeit zu bieten und sie in der Mobilisierung voranzubringen. Er selbst war jahrelang beschäftigt in verschiedenen deutschen und türkischen Gewerkschaften, aber auch in internationalen Gewerkschaftsverbänden der Internationalen Transportarbeiterföderation ITF. Und ich bin sehr gespannt, was du aus dieser Perspektive unserem Podium heute beizutragen hast. Herzlich willkommen. Den Abschluss unseres Podiums wird Tabea machen, dort hinten, eine weitere Genossin der Rio, was mich auch sehr, sehr persönlich sehr freut, dass wir uns heute gemeinsam dieses Podium teilen, weil wir schon sehr lang gemeinsam politisch aktiv sind. Unsere politische Zeit geht lang zurück bis in die Zeit der Proteste gegen die im Rahmen der Geflüchtetenbewegung. Wir haben damals zusammen in Jugend gegen Rassismus Schul- und Uni-Streiks zusammen organisiert. Tabea noch als Schülerin, ich damals schon als zarter Erstsemester oder irgendwie sowas um den Dreh. Genau, ich freue mich wahnsinnig, heute gemeinsam das Podium mit dir zu teilen und freue mich, was du zu sagen haben willst. Hi. Danke. Ja, und nun ohne weitere Umschweife darf ich an Lennart übergeben, der uns
einführen wird in diese Diskussion. Welche Antwort braucht die Linke auf den Aufstieg der AfD? The stage is yours oder so. Hi, ich mache mal, glaube ich, die Maske ab, so kann ich besser reden. Genau, wie gesagt, ich bin vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube mittlerweile ein halbes Jahr schon, aus der Linken und aus Marx 21 ausgetreten, weil ich festgestellt habe, dass eigentlich die Krise der Linken uns etwas zeigen kann, was diese Leute nicht sehen wollen. Und zwar, Marx 21 betrachtet sich als eine revolutionäre Organisation innerhalb der Partei Die Linke, macht sich unglaubliche Illusionen darüber, was man denn für Verbündete hat, wie viele Leute auf der gleichen, auf seiner Seite stehen und so weiter. Und das machen sie auch noch jetzt. Jetzt, wo die Partei in der Krise ist. Aber Trotzki, ich lese jetzt ein wunderschönes Zitat vor, hat schon 1940 gesagt: Der Krieg beschleunigt Entwicklungen, legt ihre Grundzüge frei, zerstört alles, was morsch, falsch oder zweideutig ist und bringt alles beständiger ans Tageslicht. Während wir hier also das größte Sommercamp in der Geschichte unserer Organisation feiern können, ja doch, das können wir feiern, steht die Linke und ihre führenden Fraktionen am Abgrund. Die Linke hat sich als morsch erwiesen. Die Linke hat sich nicht als fähig erwiesen, in der jetzigen Situation des Krieges und der ökonomischen und politischen Krise in Deutschland eine tragfähige Antwort für die Arbeiterinnenklasse zu formulieren. Während wir also hier unser Sommercamp machen, gibt es auch eine andere Veranstaltung, nämlich die sogenannte Zukunftskonferenz der Bewegungslinken. Die findet in Berlin statt, jetzt gerade vom 1. bis zum 3. September. Und dort möchte man einen Neustart wagen. Neustart ist ja so ein Wort, was in der Linken im letzten Jahr, glaube ich, eines der Unwörter geworden ist, weil alle reden von Neustart. Wagenknecht redet von Neustart, indem sie ein sozialchauvinistisches anderes Projekt machen möchte. Janine Wissler redet von Neustart und meint weiter so. Und Bartsch und Lederer und Co. reden von Neustart und meinen eigentlich die SPD 2, auch wirklich im Original mit der transatlantischen NATO-Dings am Revers. Und die Bewegungslinke, die steht so ein bisschen dazwischen. In der Bewegungslinke ist man sich nicht einig, ob man den Krieg unterstützen soll oder nicht, ob man Waffenlieferungen unterstützen soll oder nicht. Man ist sich einig bei Sanktionen, das finden alle super. Aber letztendlich gibt es nichts dort, was tatsächlich für linke GewerkschafterInnen oder so etwas, die in letzter Zeit auf die Straße gegangen sind, was da irgendwie interessant wäre. Man möchte ein bisschen TVN 24 machen, man möchte irgendwie eine plurale sozialistische oder Partei mit sozialistischer Perspektive aufrechterhalten. Man sagt, man muss einfach nur mehr organisieren, man muss einfach nur mehr zu den Leuten gehen und mit den Leuten reden. Man muss nicht WählerInnen ansprechen und dann wird das alles schon. Also ein großes Weiter so. Und auf dieser Konferenz, da sind ganz schön viele relevante Persönlichkeiten. Janine Wissler ist da. Es ist auch Ines Schwertner da, unsere Freundin. Und, aber sie alle vereint eigentlich, dass ihre Antwort auf die Krise jetzt gerade ein halbgares Weiter so ist. Und ich glaube, wir müssen uns mit vielen dieser Leuten gar nicht so sehr auseinandersetzen, aber mit einer Person glaube ich schon, weil das ist der bewussteste Theoretiker dieser Strömung, dieses neuen Linksreformismus, und zwar Mario Candeas. Mario Candeas ist Vorsitzender des Instituts für Gesellschaftsforschung der Rosa-Luxemburg-Stiftung und hat vor kurzem in der Rosa-Luxemburg, der Zeitschrift, einen Artikel rausgebracht, der heißt »Wir leben in keiner offenen Situation mehr«. Und dieser Artikel zeigt eigentlich exemplarisch, was so das Bewusstsein und was so die Zukunftsaussichten dieses Linksreformismus sind, was er glaubt, der Linksreformismus, was in Zukunft seine Zukunft sein wird. Und da möchte er uns eigentlich einen Fahrplan anbieten, wie man denn den Karren, die Linke, aus dem Dreck ziehen kann. Und der gleiche Pessimismus und die gleiche Ideenlosigkeit wie auf dieser Bewegungslinke-Konferenz kommt auch aus diesem Text heraus. Candeas zentrale Annahme ist, dass das offene Fenster, das offene Möglichkeitsfenster für eine Linke, für eine gesellschaftliche Linke, die sich
das sich geöffnet hat mit der Agenda 2010, das sich geöffnet hat mit der Finanzkrise 2008, 2009, dass sich dieses Fenster jetzt schließt, beziehungsweise bereits geschlossen hat. Er geht also davon aus, dass er benutzt so ein Begriffsinstrumentarium von Gramsci, dass das Interregnum zu Ende ist. Was meint er mit Interregnum? Das ist eine Periode, in der die herrschende Klasse nicht mehr so regieren kann, wie sie bisher regiert hat, aber sie gleichzeitig noch keinen neuen stabilen Zustand, noch kein neues tragfähiges Akkumulationsregime, was einigermaßen Profite und so weiter ermöglicht, hergestellt hat. Das ist eine Periode der Krise, eine Periode, wo die bürgerliche Hegemonie bedroht ist und wo es Möglichkeitsfenster gibt, für SozialistInnen Politik zu machen. Und Candeias geht eben davon aus, dass diese krisenhafte Periode nach dem Bankrott des Neoliberalismus, und man könnte spätestens mit der Finanzkrise davon sprechen, dass sich dieses Akkumulationsregime erschöpft hat, dass diese Krise jetzt überwunden ist bereits. Die Zukunft ist für ihn klar, die Zukunft wird bestehen aus Spielarten des grünen Kapitalismus. Er geht davon aus, dass ein neuer grün-liberaler Machtblock installiert sei und der jetzt quasi die Wirtschaft irgendwie grün-kapitalistisch umbauen wird und so. Er sagt zwar, dass die Rechte, die, wie er sie, fossilistische Rechte nennt, also zum Beispiel in Deutschland die AfD oder die neue CDU unter Merz, dass die dieses Projekt angreift. Er nennt da die USA, das Kopf-an-Kopf-Rennen von Biden und Trump, aber man kann natürlich auch auf Deutschland gucken. Die Ampelregierung ist gerade in der Minderheit. Aber er sagt, dass letztendlich dieser Fossilismus unterliegen wird, weil er hat ökonomisch nichts anzubieten. Er basiert auf einer aussterbenden Technologie und er wird nicht lange mehr konkurrenzfähig sein. Er sagt also, tendenziell steuern wir in ruhigeres Fahrwasser. Tendenziell wird der rechte Aufschwung sich wohl abschwächen, wird die grün-liberale Machtkonstellation sich verstetigen und wir werden wieder auch ökonomisch in ein grünes oder so Wachstum kommen. Nun, wir haben gerade schon gehört, das scheint eigentlich nicht so richtig mit den Fakten, die wir sehen, zusammenzupassen. Und das ist wirklich erstaunlich, weil aus dieser Analyse schließt er, und ich zitiere, sie, die gesellschaftliche Linke, wird nicht untergehen, aber sie wird für mindestens ein Jahrzehnt oder länger eine defensive Position einnehmen und kaum Gestaltungsraum haben. Man müsse sich jetzt auf Inseln des Überlebens und auch Inseln des rebellischen Regierens zurückziehen. Das ist die Perspektive des Linksreformismus. Und sie basiert auf einer völligen Verkennung der gesellschaftlichen Lage, die eigentlich den Klassenkampf und den Krieg in der Ukraine, der ja auch durch die Rückwirkung über die Sanktionen diesen Klassenkampf mit angeschoben hat, völlig ausblendet. Für Candeias ist die Arbeiterinnenklasse nicht das Subjekt. Er hat das Subjekt aufgegeben eigentlich. Sondern für ihn ist die Arbeiterinnenklasse und die Streiks nur deshalb relevant, weil das die vielleicht entscheidenden 5% oder 0,5 Prozentpunkte geben kann für die Linke. Also letztendlich spricht er von einer disruptiven Neugründung der Linken und von einem, wir machen jetzt alles anders, aber am Ende des Tages bleibt er immer noch bei dem Altbekannten. Er möchte eine starke Wählerinnenpartei aufbauen, die dann über das Parlament, meinetwegen gestützt auf irgendeine Massenbewegung, irgendwelche Sachen durchsetzt. Und er hat auch gesagt, rebellisches Regieren, das ist sein Modus. Was er komplett ausschließt und komplett ausklammert aus der ganzen Analyse, ist der Krieg. Und ist der schwere Konflikt in der herrschenden Klasse, der gerade überall auf der Welt zu sehen ist. Ich meine, man kann ja nicht sagen, irgendwie in Deutschland hätten wir einen grün-liberalen Machtblock, der stabil ist. Nein, in der nächsten Wahl, keine Ahnung, was dann passiert, aber garantiert nicht ein Weiter-so für diese Regierung jetzt. Diese Regierung ist gerade in den Umfragen, wie wir ja auch schon gehört haben, komplett diskreditiert. Die AfD steht im Wartestand und die CDU mit Merz versucht, sich an die AfD ranzumachen und dann am Ende haben wir vielleicht den radikalen Fossilismus in Deutschland. In Frankreich
stehen sich zwei ungefähr gleich starke Versionen des Fossilismus gegenüber, Macron und Le Pen. In den USA ist der Kampf zwischen Trump und Biden trotz der 1000 Klagen, die Trump gerade abkriegt, nicht entschieden. Es ist nicht sicher, ob Biden gewinnt. In ganz vielen anderen Ländern regiert der Fossilismus, regieren die reaktionären Teile des Kapitals, die Teile, die sich auf die fossilistische Industrie stützen. Also auch hier kann man nicht sagen, dass irgendwie eine neue, stabile Periode eingeläutet wäre, wo die herrschende Klasse sich total traut und einig ist. Nein, nein. Der Konflikt spitzt sich weiter zu. Genauso, wie er sich auch zwischen den Großmächten weiter zuspitzt. Das ist eine Sache, die der linke Reformismus lieber gerne ausblendet. Weil auch Candeias möchte ja eigentlich alle Teile der Linken ansprechen. Aber wenn er das tut, dann muss er den Krieg herabwürdigen, nicht mehr so wichtig ansehen, muss ihn quasi unter den Tisch fallen lassen. Bei wem spricht er an? Er spricht auch Janine Wissler, er spricht auch die AKL meinetwegen an, aber er spricht halt auch Bartsch und Lederer und Ramelow an. Und Ramelow, der ist nicht nur für Waffenlieferungen, sondern auch für die Wehrpflicht. Also kann der Krieg bei diesen linken TheoretikerInnen keine große Rolle spielen. Aber für uns spielt er eine große Rolle. Und da können wir auch sagen, nein, wir sind nicht in einer neuen, stabilen Periode, sondern wir erleben gerade erst, wie die niedergehende Hegemonie des US-Imperialismus das erste Mal auch militärisch mit dem Ukraine-Krieg herausgefordert wird. Die Epoche der bürgerlichen Restauration ist vorbei. Und wir befinden uns am Beginn einer neuen Umordnung in der Welt. Und das bedeutet nicht ruhigeres Fahrwasser, sondern mehr Kriege, mehr Wirtschaftskrisen und mehr Revolutionen. Das ist nämlich auch, was der linke Reformismus nicht sehen möchte. Er kann in den Krisen, in den Kriegen und so weiter nur schreckliche Dinge sehen, aber er kann nicht die Möglichkeiten sehen, die eine Schwächung des bürgerlichen Regimes für die soziale Revolution eröffnet. Er kann quasi immer nur erkennen, ah, da geht uns gerade der stabile Kapitalismus den Bach runter und sieht aber nichts hinter dem Horizont. Weil sein Horizont, das ist der soziale Kapitalismus. Und wenn der bröckelt, dann ist auch weniger quasi da für Sozialreformen, dann ist das ganze Projekt des linken Reformismus im Arsch. Aber unser Projekt ist eben nicht, den Kapitalismus sozial mitzuverwalten, sondern ihn zu stürzen. Und genau deshalb müssen wir sagen, dass ein Weiter-so mit der Linken geradezu kriminell ist in der jetzigen Situation. Und wir müssen sagen, das Interregnum ist nicht geschlossen. Und für RevolutionärInnen werden sich viel größere Räume öffnen in Zukunft. Wir haben schon gehört, dass die französische Schwesterorganisation während der großen Mobilisierung gegen Macrons Rentenreform in sehr kurzer Zeit massiv gewachsen ist. Und man kann erkennen, die Linke schrumpft, wir wachsen. Und der Klassenkampf, der ist der Motor von solch einem Wachstum. Und die geradezu einfach nur passive Defensive, die Candeias der Linken verschreiben will, wir müssen jetzt für 10 Jahre nur in die Defensive gehen, wir müssen uns auf Inseln des Überlebens konzentrieren, die funktioniert auch nicht. Weil was ist Defensive, wenn sie nicht die Offensive vorbereitet? Ich übergebe das Wort. Danke dir, Lennart, für deinen Beitrag. Vielen Dank. Ich übergebe das Wort nahtlos an dich, Daniel. Ja, ich bin ja schon vorgestellt worden, das mache ich jetzt nicht nochmal, aber ich freue mich sehr über die Einladung, über die Gelegenheit, hier zu euch zu sprechen. Das ist ja schon das zweite Jahr in Folge, da wir auch schon im letzten Jahr als RSO zu einem Camp eingeladen waren und ich auch da an einer Podiumsdiskussion teilnehmen durfte. Und es freut mich sehr zu sehen, dass ihr dieses Jahr noch mal zahlreicher bei diesem Camp seid als vor einem Jahr. Und ich möchte zu dem Thema des heutigen Abends, also Aufstieg der Rechten und und Aufbau einer revolutionären Partei, mich tatsächlich auf den zweiten Teil der Fragestellung konzentrieren, weil ich
nicht so ewig reden möchte und gleichzeitig tatsächlich es unserer Organisation am Herzen liegt, genau über den Aufbau einer revolutionären Partei mit euch zu diskutieren. Trotzdem vielleicht ganz kurz nur einen Satz zum Aufstieg der Rechten, weil ich denke, dass es tatsächlich ganz entscheidend ist, um dem Aufstieg der Rechten irgendwas entgegenzusetzen, dass es den Linken gelingt, den Abgehängten und dem Gefühl ihrer Ohnmacht, dem die AfD, wie ja schon Marco in seiner Einführung gesagt hat, eben reaktionären Ausdruck verleiht, eine ganz andere Perspektive aufzuzeigen, also eine andere Perspektive als nach unten zu treten, um vermeintlich und sich rückwärts gerichtet an irgendwie früheren, angeblich besseren Zeiten festzuhalten und die irgendwie verteidigen zu wollen, indem man nach unten tritt und sich spalten lässt, sondern ganz im Gegenteil eben eine Perspektive des gemeinsamen Widerstands aller Ausgebeuteten und Unterdrückten. Und dass dafür tatsächlich die revolutionäre Linke gefragt ist und die reformistische Linke das nicht bewerkstelligen kann, das ist breit genug ausgeführt worden und da sind wir uns sicherlich alle einig. Und das heißt, dass wir tatsächlich in Deutschland, nicht nur in Deutschland, international, aber auch in Deutschland, eine revolutionäre Partei brauchen. Und Partei heißt eine Organisation, die tatsächlich genug Einfluss hat, um auch eine entscheidende Rolle im Klassenkampf spielen zu können. Und davon sind wir leider alle noch weit entfernt. Aber es gibt verschiedene revolutionäre Organisationen, die sich alle diese Aufgabe stellen, nur bislang getrennt voneinander. Und das begrenzt meiner Meinung nach unsere Sichtbarkeit und auch die Erfolge, die wir dabei haben können. Dabei eröffnet die Krise der Linkspartei, die schon angesprochen wurde, gerade jetzt meiner Meinung nach ein Zeitfenster, in dem Jugendliche und Arbeitende sehr viel leichter als in der Vergangenheit direkt für revolutionäre Perspektiven, Ideen und letztendlich in Politik und Aktionen ansprechbar sind. Und die Frage ist aber, welches Bild bietet die revolutionäre Linke? Und sie bietet das Bild einer doch ziemlich großen Zersplitterung. Ich denke, da werden wir uns einig sein, wo es für Leute, die sich politisch neu orientieren, umorientieren, die nach Perspektiven suchen, erstmal ziemlich schwer fällt, sich zurechtzufinden. Und die es daher auch schwerer macht für uns, sie zu überzeugen, sich einer unserer verschiedenen Organisationen anzuschließen. Und ich glaube, darüber sollten auch die kleinen Erfolge, die wir trotzdem erringen, die wir alle erringen, das Wachstum, was wir alle verzeichnen können, sollten uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir trotzdem uns selber, also wir selber behindert werden durch diese Zersplitterung. Und ich denke, angesichts der Dringlichkeit einer revolutionären Perspektive, ich brauche, glaube ich, die Schlagworte nicht zu wiederholen, wir sind uns alle einig, dass Klimakrise, die Kriegsgefahr, die angesprochen wurde, der Aufstieg der Rechten, dass all das eine revolutionäre Kraft, die sichtbar, wahrnehmbar und wirkmächtig ist, dringend erforderlich macht, dass wir also deswegen alle die verdammte Pflicht haben, alles, was uns möglich ist, zu tun, um diese Zersplitterung zu überwinden, da wo es möglich ist. Ich bin lang genug in der radikalen Linken aktiv, um mir keine Illusionen zu machen, dass wir uns nur irgendwie lieb haben müssen und zusammensetzen und dann klappt das schon alles. Also ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber ich denke, wir müssen uns alle bewusst dieser Aufgabe stellen. Und ich denke, wir haben einiges, auf dem wir aufbauen können. Das ist in diesem Sommer das vierte Camp, an dem ich teilnehme. Und ja, es ist ein großer Erfolg, dass hier jetzt über 150 Leute, ich habe nicht nachgefragt, wie viele es genau sind, aber zusammengekommen sind. Bei meinem eigenen Camp der RSO waren wir 65 Leute. Beim Camp der Gruppe ArbeiterInnenmacht und Revolution waren ca. 130 Leute. Und hier jetzt eben nochmal mehr, das heißt, ihr gewinnt den größten Wettbewerb. Ihr habt auch die größte Online-Reichweite. Aber ja, da könnt ihr euch dann vielleicht vornehmen, auch aus eigener Kraft nächstes Jahr vielleicht 250 Leute hier zum Sommercamp zu mobilisieren. Aber ich denke, wir sollten ambitionierter sein als das. Also schon, wenn man die drei Camps jetzt sozusagen nur zusammennimmt, waren es schon dieses Jahr ca. 300 Leute. Und ich glaube, dass wir nächstes Jahr, wenn wir es schaffen würden, ein gemeinsames Camp bis dahin auf die Beine zu stellen, vielleicht auch 500 Leute uns als Zielmarke vornehmen könnten. Ich weiß, es kommt nicht nur auf die Größe der Sommercamps an, ja, aber ja,
Und was eben mir auch auf allen drei Camps aufgefallen ist, ist, dass es zum Großteil junge Leute sind, die bei diesen Camps waren. Junge Leute sind, die sich ganz ähnliche Fragen stellen. Das konnte ich auch heute bei den Workshops und Diskussionen wieder feststellen. Und wo letztendlich diese drei Organisationen, ich nehme jetzt mal die drei, weil ich sie jetzt sozusagen live erlebt habe diesen Sommer, durchaus sehr oft ähnliche oder sogar dieselben Antworten geben. Sicherlich manchmal auch unterschiedliche Antworten, aber wo auch das die Diskussion befruchten könnte, wenn wir sie gemeinsam führen. Und ich glaube, dass die Voraussetzung dafür ist, dass die RevolutionärInnen auch unterschiedlicher Strömungen es schaffen, zusammenzuarbeiten. Und ich weiß, dass wir gerade in der Hinsicht Zusammenarbeit von unterschiedlichen Strömungen und sowas sehr unterschiedliche Schlussfolgerungen aus der Erfahrung der NPA in Frankreich ziehen. Und dass eure GenossInnen in Frankreich es vorgezogen haben, ihre eigene Organisation aufzubauen. Und natürlich ist das ihr gutes Recht. Ich habe mit Interesse den Beitrag von Ines auf dem Sommercamp von Révolution Permanente gelesen, den ich insgesamt super gut fand, aber habe dort auch gelesen, dass sie sagte, dass ganze Parteien wie die NPA ihr Existenzrecht verloren haben, indem sie sich an die linke Mélenchon oder an Mélenchon angepasst haben. Und wenn das ist, was ihr über die NPA bislang mitgekriegt habt, dann würde ich euch trotzdem gerne ein kleines Update geben. Denn es stimmt, es gab im letzten Dezember eine Spaltung, wo ungefähr die Hälfte der Organisation beschlossen hat, die Organisation zu spalten, um sich der linken Mélenchons anzupassen. Aber es gibt auch die andere Hälfte. Und die hat nicht nur die Spaltung überlebt, sondern ist jetzt mittlerweile eine ganz klar revolutionäre Organisation. Der Titel der Zeitung heißt auch Die RevolutionärInnen. Und eine Organisation mit ganz klarer revolutionärer Ausrichtung in völliger Unabhängigkeit und Abgrenzung von der reformistischen Linken. Und eine Organisation, die jung, dynamisch ist, wächst und ca. 800 Mitglieder hat. Und dieser auch in unseren Augen durchaus vorhandene Erfolg der NPA ist möglich auf der Grundlage der Anstrengungen, die von allen Beteiligten unternommen werden, um trotz Differenzen und unterschiedlicher Traditionen als verschiedene revolutionäre Strömungen zusammenzuarbeiten. Und dazu gehört tatsächlich auch, sich gegenseitig zuzuhören und die unterschiedlichen Erfahrungen zu konfrontieren, auch gemeinsame Erfahrungen neu zu machen. Und nicht immer, aber durchaus manchmal entsteht aus dieser Konfrontation unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Herangehensweisen, nicht nur These und Antithese, sondern tatsächlich auch eine Synthese, die alle Seiten weiterbringen kann. Wir hatten schon auf der, ich komme langsam zum Schluss, wir hatten schon auf der Konferenz des Revolutionären Bruchs im Januar den Vorschlag gemacht, uns als Ziel zu setzen, also all derjenigen, die sozusagen das gemeinsam teilen, was auf der Refruch-Konferenz beschlossen ist, eine gemeinsame Organisation zu schaffen, statt als unterschiedliche Organisationen weiter zu bestehen. Das ist abgelehnt worden, hat keine Mehrheit gefunden, aber es wurde stattdessen auf der Refruch-Konferenz beschlossen, eine Front zu schaffen, die sich vorgenommen hat, verschiedene Kampagnen gemeinsam zu führen. Und auch da haben wir gesagt, das ist ein Schritt vorwärts und wir begrüßen das. Seither ist aber wenig passiert in dieser Hinsicht, auch wenn wir natürlich punktuell zusammenarbeiten zwischen RIO, KGK und RSO, zum Beispiel in der Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften, der VKG, in der jungen GEW mit dem Lehrkräftestreik in Berlin. Und natürlich unterstützen wir auch die Kampagne für die Wiedereinstellung von Ines. Aber wir wollen euch konkret den Vorschlag machen, uns zeitnah jetzt nach dem Sommercamp zusammenzusetzen und zu diskutieren, wo eigentlich unsere Differenzen liegen, wo unsere Gemeinsamkeiten und wo gegebenenfalls Hindernisse sind, wenn sie bestehen, für eine engere Zusammenarbeit, aber auch, wo wir nicht nur parallel, sondern wirklich gemeinsam etwas unternehmen können, um der Schaffung einer revolutionären Partei in Deutschland näher zu kommen. Danke. Danke dir, Daniel, für diesen Beitrag. Ich übergebe das Wort gleich an dich, Ramazan.
Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte mich zuerst für die Einladung zu eurem Kampf sehr bedanken. Ich habe mich nicht nur sehr gefreut, sondern ich sehe es für mich ganz klar eine Ehre, vor euch hier zu stehen und reden zu können. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Aufgrund der begrenzten Zeit möchte ich meine einige wenigen Gedanken als Thesen zusammenfassend hier vortragen. Erster und wichtigste für mich ist als Ausgangspunkt, dass wir in einem Land leben, in der Bundesrepublik Deutschland, die als imperialistische Großmacht in den letzten 5 Jahren Dammbrüche gemacht hat. Ganz klar, eine der wichtigsten zum Beispiel Phasen war Griechenland-Krise. Ihr erinnert euch bestimmt an diese Krise. Diese Krise hat ganz klar nicht nur in der EU, sondern weltweit gezeigt, welche imperialistische Macht in der EU der bestimmende Faktor ist und zu sagen hat. Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik gegenüber den anderen Mitgliedern, von welcher Macht bestimmt werden muss. Und wer Geld haben will, wollte erstmal sozusagen vor die Bundesregierung hier in Berlin vortreten dürfen und dann seine Bedürfnisse sozusagen darlegen. Und wenn das Gnade war der herrschenden hier politischen Elite, wurde dann dementsprechend auch Kredite gewährt. Zweiter Dammbruch war Ukraine-Krise. Das hat auch nicht nur militärische sozusagen Konsequenzen für die herrschenden Klasse hier gemacht. Es wurde immens militärisches Etat, Aufrüstung dann hochgejagt und das hat versucht, dann Bundesrepublik Deutschland alle möglichen finanziellen Mittel zur Durchsetzung der militärischen auch Interessen der Bundesrepublik Deutschland in Bewegung zu setzen und dafür auch alle Mittel bereitzustellen. Das hat auch im Inneren für uns auch Konsequenzen gehabt. Ich habe das mehrmals in diesem Jahr auch erlebt, in Berlin zum Beispiel, als wir am 8. Mai, am Tag der Befreiung des Faschismus, mit roten Fahnen an die Gedenkstätten gehen wollten. Wir wurden von der Polizei, von der deutschen Polizei verhindert und wurde uns ganz klar gesagt, wenn wir mit roten Fahnen dann vor die Gedenkstätten gehen, werden wir hier keine Genehmigung haben. Das heißt, dass es hier sozusagen ganz klar eine reaktionäre Politik gegenüber revolutionären, sogar fortschrittlichen, antifaschistischen Menschen und Bewegungen durchgesetzt worden ist. Und das wird auch in dem Maße auch, je nach der Interesse der imperialistischen Großmacht, Bundesrepublik Deutschland, auch immens vorgetragen. Es wäre vielleicht vor 3 Jahren undenkbar gewesen für viele, sozusagen, die an den sogenannten bürgerlichen Demokratie, an diese Illusion geglaubt haben, dass man so weit gekommen wäre, wie der Genosse eben auch vorgetragen hat, dass man sozusagen solche reaktionär aus meiner Hinsicht sogar auch faschistischen Tendenzen, ganz klar faschistischen Tendenzen durch politische Maßnahmen von der Bundesregierung und Bundesrepublik Deutschland im Inneren auch durchgesetzt wird. Hier wird es auch diese reaktionäre Politik entsprechend der wachsenden Interessen weltweit und Militarisierung der Bundesrepublik Deutschland vorangetrieben. Es wird noch mehr in dieser Hinsicht durchgesetzt. Die Konsequenz daraus ist es, dass im Inneren für die Herrschenden sozusagen jede revolutionäre, fortschrittliche Bewegung im Keim erstickt wird. Wer nicht sich an den Erfordernissen dieser Politik anpasst, wird dann mit allen Maßnahmen hinweggefegt, unterdrückt und so weiter. Diejenigen, die schon vor diesen härteren Maßnahmen sozusagen sich an die Interessen des imperialistischen Staates wie Linkspartei begonnen haben, haben schon
ihre sozusagen ihr Nachweis längst erbracht. Sie sind ein Teil dieses Staatsapparates geworden, ein Teil der Institutionen der Bundesrepublik Deutschland geworden. In den Ländern, wo sie mitregieren dürften, wie in Berlin zum Beispiel, waren sie mitverantwortlich bei allen Schweinereien, bei allen Privatisierungen, bei allen Abschiebungen von Antifaschisten, Kurden und anderen, ja, bei allen polizeilichen Maßnahmen gegen Revolutionäre an den also 1. Mai und anderen Demonstrationen. Und wo sie jetzt wieder in die Opposition gehen, werden sie wieder mit den Illusionen und Lügen anfangen, sozusagen aus dem linken Spektrum neue aktive, nützliche Dumme mobilisieren und gewinnen zu können. Wir sollten, wie die Genossen auch hier ganz klar gesagt haben, solchen Illusionen, den Illusionen des bürgerlichen Reformismus, was von Linkspartei vertreten wird, immer klar und deutlich nicht nur Nein sagen, sondern auch uns überlegen, welche Alternative setzen wir dagegen. Etwas zu verurteilen ist sehr einfach. Das können wir auch anhand von politischem Bewusstsein auch machen. Wir sagen, Linkspartei bildet keine politische Alternative, keine politische Heimat für uns. Okay, aber wir sind nach dieser Aussage verpflichtet, eine Alternative zu zeigen. Wenn wir jetzt noch nicht haben, dann den Weg aufzeigen, wie wir unsere politische Heimat, politische Alternative aufbauen können. Für mich gibt es zwei Alternativen. Eine langfristige und eine, was im nahen Zukunft unbedingt erforderlich und möglich ist. In Zukunft ist es in der Bundesrepublik Deutschland als höchst industrialisiertes Land unbedingt eine sozialistische Revolution erforderlich. Und für diese Revolution braucht man eine sozialistische Partei, sagen wir noch offener, eine kommunistische Partei, bolschewistische auch Art. Und die muss auch imstande sein, sozusagen eine starke kommunistische Organisation für die Massenbewegung, für eine Revolution bereitzustellen. Aber wir haben diese Organisation nicht. Wir haben die politische Voraussetzung für eine sozialistische Revolution noch nicht. Wir haben aber jetzt heute die Aufgabe, für den Stand der Bewegung entsprechende politische Alternativen aufzuzeigen. Die politische Alternative ist es, die unbedingte politische Alternative heute. Für uns ist es nicht nur möglich, auch unbedingt zwingend erforderlich ist es, dass wir eine politische Organisation schaffen, die revolutionär ist, aber keine kommunistische Organisation. Die kann man auch auf der Grundlage der Erfahrungen der Kommunisten, wie Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus Marx und Engels auch gemacht haben, wie zum Beispiel in der ersten Internationale auch machen, dass wir bestimmte Grundlagen für eine Zusammenarbeit, Bündnis mit revolutionären und kämpferischen Gruppen, Initiativen und so weiter entwickeln und eine für die Masse der arbeitenden Bevölkerung wählbare und annehmbare Organisation schaffen. Das ist eine Möglichkeit für uns, diese Massenbasis zu schaffen. Alleine die sozialistischen Organisationen sind nicht in der Lage. Ich werde mir sehr wünschen, dass eine einzelne kommunistische Organisation oder kleinere kommunistische Organisationen in der Lage wären, eine Massenbasis zu haben und diese mit der Autorität der Masse gegenüber den herrschenden Klassen auch die Interessen der arbeitenden Klasse durchsetzen zu vermögen. Das ist nicht der Fall. Wir müssen auch Alternativen denken für vorübergehende, unbedingt erforderliche Bündnisorganisationen von revolutionären Gruppen, Initiativen, Organisationen schaffen. Und wenn wir diese
Kleingruppenmentalität nicht schaffen, werden wir in naher Zukunft nicht imstande sein, wirklich eine politische Alternative für die Masse der arbeitenden Bevölkerung auch anzubieten und zu entwickeln. Ich möchte am Ende nur ein kleines Zitat kurz vortragen, was Marx kurz nach der Gründung der Ersten Internationale hinsichtlich der Kleingruppenmentalität gesagt hat. Er schrieb: Als Vertreter des Ersten Internationalen hinsichtlich der Erfordernisse der Überwindung der Kleingruppenmentalität folgendermaßen: Die Internationale wurde gestiftet, um die wirkliche Organisation der Arbeiterklasse für den Kampf an die Stelle der sozialistischen oder halbsozialistischen Sekten zu setzen. Die ursprünglichen Statuten wie die Inauguraladresse zeigen dies auf den ersten Blick. Andererseits hätte die Internationale sich nicht behaupten können, wenn der Gang der Geschichte nicht bereits das Sektenwesen zerschlagen gehabt hätte. Die Entwicklung des sozialistischen Sektenwesens und der wirklichen Arbeiterbewegung stehen stets in umgekehrten Verhältnis. Solange die Sekten berechtigt sind, historisch gesehen, ist die Arbeiterklasse noch unreif zu einer selbstständigen geschichtlichen Bewegung. Sobald sie zu dieser Reife gelangt, sind alle Sekten wesentlich reaktionär. Indes wiederhole sich in der Geschichte der Internationale, was die Geschichte überall zeigt, dass veraltete Sucht innerhalb der neu gewonnenen Form wiederherzustellen und zu behaupten, sagt Marx. Und ich denke, dass es auch für uns der Zeitpunkt gekommen ist, die Mentalität des Sektenwesens zu überwinden. Damit will ich die Berechtigung, die Notwendigkeit der sozialistischen Organisation oder der Partei in keinster Weise in Frage stellen. Das sind unbedingt erforderliche Organisationen, die auch bei einer sozialistischen Revolution eine große Rolle spielen werden. Aber wir müssen jetzt über diese kleinen Gruppen hinaus auch gemeinsame Organisationen schaffen, die in der Lage ist, über die kleinen Gruppen hinweg auch die Interessen und die Arbeiterbewegung, den Klassenkampf wirklich in den Vordergrund stellt und dann auch viele Bewegungen dann ihre Möglichkeiten und auch ihre Organisationen auch Möglichkeiten zum Dienste der arbeitenden Klasse bereitstellen. Vielen Dank, liebe Genossen. Danke dir, Ramazan. Das Podium komplettiert für uns Tabea. Viel Spaß. Danke, Marco. Danke auch an Daniel, an Ramazan. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute zusammen sitzen. Ich würde gerne mit euch hier von Regensburg aus jetzt einen Blick zurückwerfen nach Sonneberg und damit wieder ein bisschen zu dem ersten Teil von dem Thema unserer heutigen Veranstaltung kommen, dem Aufstieg der AfD. Der Aufstieg der AfD, das haben Genossen vor mir auch schon gesagt, der findet nicht losgelöst von der Situation der Regierung statt. Es gab vor kurzem eine neue Umfrage dazu, was denn eigentlich die Themen sind, weshalb Leute sich gerade zur AfD hingezogen fühlen. Und wer hätte es gedacht, rassistische Gedanken sind da mit vorne dabei. Aber nebenbei sind Zukunftsängste. 62% aller AnhängerInnen der AfD sagen, sie haben eine allgemeine Zukunftsangst. Sie denken, die heutige Gesellschaft in Deutschland steuert auf eine große Krise zu und dieses System, in dem wir leben, ist nicht geeignet, dieser Situation zu begegnen.
aktuell von allen Menschen in Deutschland nennen 78% die Inflation als ihre größte Sorge und 72% den Krieg in der Ukraine. Das heißt, wir sehen eine Situation, das wissen wir auch alle, die für viele Menschen sehr bedrohlich aussieht. Am 25.06. wurde in Sonneberg der Herr Sesselmann als erster AfD-Landrat gewählt. Das war ein kommunalpolitisches Ereignis, es war der allererste, aber die Themen waren eben bundesweite. Menschen fühlen sich von der Bundesregierung alleingelassen. Sonneberg selber hat eine hohe Altersstruktur, die Menschen haben Angst um ihre Rente, plus eine Menge rassistische Hetze gegen Geflüchtete in Kombination zu der damaligen Debatte um das Heizungsgesetz haben dazu geführt, dass wir eine ernsthafte Vertiefung des Aufstiegs der Rechten sehen. Vor allem in dem Hintergrund, dass Sesselmann gefeiert hat mit dem Björn Höcke, dem Fraktionsvorsitzenden der AfD Thüringen, der klar dem rechtsextremen Spektrum dieser Partei zugehörig ist. Das heißt, die AfD ist gerade die Kraft, die die Kritik, die es an der Regierung gibt, wie Marco vorhin mal meinte, am besten für sich nutzen kann. Darin sehen wir eine Kontinuität schon seit der Corona-Pandemie, wo sie diejenigen waren, die kritisiert haben, wofür hier gerade Geld ausgegeben wird. Wir sehen das auch im Thema des Kriegs und der Inflation, wo die Rechte sich inszenieren kann als VertreterInnen der kleinen Leute. Und wir sehen es auch in den Debatten um Klimaschutz, wo die unsozialen Maßnahmen der Regierung dann genutzt werden, um Hetze gegen berechtigten Klimaaktivismus zu machen. Wir sehen einen krassen Diskurse, Hetze gegen sowohl geflüchtete und migrantische Menschen als auch gegen Frauen und insbesondere gegen queere Menschen. Das heißt, die AfD und auch die rechten, ja, besonders rechten Teile der CDU stehen für ein Weiter-so beziehungsweise für ein so zurück zu guten alten Zeiten. Aber wie heute schon gesagt wurde, gibt es dieses Zurück nicht. Wir sind in Zeiten des Umbruchs und das bedeutet natürlich auch viel Verunsicherung. Aber wir müssen klar sagen, dass rechte Antworten auf die unzureichenden Maßnahmen der Regierung eben keine Perspektive bieten. Wir sehen es zum Beispiel an der Kindergrundsicherung, die gerade, ja, also keine Ahnung, verdient den Namen auf jeden Fall nicht. Und das ist eins der Sachen, die die Regierung als ihr Fortschrittsprojekt verkauft hat. Das heißt, sie versprechen uns Sachen, das Selbstbestimmungsgesetz wurde hier angesprochen, was schlussendlich den Rechten in die Hände spielt, weil sowas wie Feminismus dann zur Farce verkommt und wir müssen dem entgegen einen echten Feminismus setzen. Bei dem Heizungsgesetz damals haben wir insbesondere gesehen, ihr erinnert euch an diese Debatten, dass die Grünen als die Klimaschützer dargestellt werden, aber sie sind Klimaschützer des Kapitals, nicht unsere Klimaschützer. Sie wirken als Gegenseite zur CDU und der AfD, aber in Wirklichkeit vertreten sie nur unterschiedlich stark verschiedene Teile des Kapitals. Das heißt, wir sehen krass eine fehlende Antwort von links, die sich gerade in Sonneberg besonders deutlich gezeigt hat. Die Linkspartei hat dazu aufgerufen, die CDU zu wählen, um den Wahlsieg der AfD zu verhindern. Da hat Bodo Ramelow, auch ich muss ihn einmal zitieren, dazu gesagt, dass man die CDU wählen müsse, weil die Industrie in Sonneberg vom Euroraum abhänge und man deshalb keine EU-feindliche Partei wählen dürfte. Die EU, an deren Außengrenzen jeden Tag Menschen sterben. Die EU, in der Griechenland, Spanien enorm hohe Jugendarbeitslosigkeit raten waren. Genau das will die Linkspartei, das will Bodo Ramelow mit unterstützen und nichts könnte besser zeigen, was Regierungsverantwortung bedeutet, in der Linkspartei sich an die Politik der bürgerlichen Parteien anzupassen. Den Aufstieg der Rechten, auch das hat Lennart vorhin schon angesprochen, sehen wir eben nicht nur in Deutschland, sondern in internationaler Ebene. Die Wahlsiege oder sogar Regierungen wie von Meloni, von Vox, Milieu in Argentinien, Le Pen, Trump bestimmen insgesamt viel den Diskurs. Das heißt, wir sehen einen Moment in der Polarisierung nach rechts, an der aber natürlich die kapitalistische Krise schuld ist. Wagenknecht hierzulande versucht darauf eine Antwort zu geben, aber unserer Meinung nach ist ihr Parteiabspaltungsprojekt aus mehreren Gründen keine Alternative. Einerseits, weil wir ganz klar gegen Rassismus und Transfeindlichkeit stehen und andererseits, weil auch diese Vorstellung, dass Wagenknecht eine Alternative für eine antisoziale Politik wäre, falsch ist. Gerade in der Kriegsfrage findet Wagenknecht viele Sympathien. Wir müssen dem aber klar entgegenstellen, dass wir weder auf der Seite der NATO noch auf der Seite von Putin stehen. Wir müssen sagen, dass nur die Arbeiterinnenklasse die Macht hat, diesen Krieg zu beenden, in einem sozialen Sinne. Wagenknecht steht für so ein klassisch sozialdemokratisches. Das sieht man insbesondere darin, was sie zur Sozialpolitik sagt.
Wir würden sagen, sie steht für so eine Art chauvinistischen Wohlfahrtsstaat für Weiße. Sie ist eine offene Gegnerin von Migration. In klassisch rechter Manier spricht sie davon, dass das Limit an Zuwanderung erreicht sei, etc. Und ihre Wirtschaftspolitik hat gar nichts mit Sozialismus zu tun. Denn sie sagt, es braucht den fairen Wettbewerb und dafür braucht es wiederum die richtigen Regeln und Regulierungen. Ganz offensichtlich kann Wagenknecht für uns als Sozialistin keine Alternative bieten. Aber wir müssen uns trotzdem genau angucken, wie dieses Phänomen funktioniert, wie es sich weiterentwickelt. Denn der Populismus auch außerhalb von Wagenknecht und die Krise, die es gerade im Neoreformismus gibt, gibt uns relativ viel Auskunft darüber, was auch das Problem ist und was wir momentan haben. Jetzt will ich, wie Ramazan, auch einen Blick zurückwerfen, auch auf Griechenland. Damals war Syriza als neoreformistisches Projekt mit an der Regierung. Der ehemalige Finanzminister Yannis Varoufakis hat danach mal in einem Interview gesagt, Syriza habe der Linken einen härteren Schlag versetzt als Margaret Thatcher. Er sagte, dass es daran liege, dass Syriza, sobald sie an der Regierung war, Zitat, entschlossener und effektiver bei der Umsetzung von Sparmaßnahmen war, rücksichtsloser bei Privatisierung und, wie Wolfgang Schäuble sagte, die einzige Regierung war, die das Troika-Programm tatsächlich umgesetzt hat. Das war der Weg, den Syriza gegangen ist mit ihrer Regierungsbeteiligung. Yannis Varoufakis hat in dem gleichen Interview gesagt, dass Podemos, das neoreformistische Projekt im spanischen Staat, an dem Tag, nachdem sie durch Pablo Iglesias die Kapitulation von Tsipras gebilligt hatte, die Schlacht verloren hat. Das Gefühl der Niederlage für die Linke in ganz Europa war der größte Auftrieb, den das Establishment und die faschistische Internationale hätten bekommen können. Das sind, wie gesagt, Yannis Varoufakis Worte, aber ich finde sie trotzdem sehr treffend, um sich anzugucken, wie eben eine vermeintlich linke Politik, eine falsche Linke, den Aufstieg einer echten Rechten auch begünstigt hat. In den letzten Jahren hat die extreme und gemäßigte Rechte es sehr gut geschafft, die Unzufriedenheit für sich auszunutzen. Wir haben das besonders stark gesehen seit dem Ausbruch vom Krieg, wo verschiedene Organisationen, Parteien, Teile der Linkspartei sich hinter die NATO gestellt haben, Waffenlieferungen unterstützt haben, teilweise die Erhöhung des Militärbudgets gut finden oder zumindest nicht dagegen mobilisiert haben. Und da müssen wir uns als radikale Linke auch fragen, wie kann es denn sein, dass wir dem keine ausreichende politische Alternative entgegenstellen können? Stattdessen gibt es mit dem Ende von diesem neoreformistischen Zyklus, der Krise in diesen Parteien und dem Niedergang davon, ein Wiederaufleben von Ideen, die so eine Rückkehr zum Sozialen vorschlagen. Also so autonome oder bewegungsorientierte Projekte, die sich vorstellen, okay, wir trennen die Politik da oben von unserem Aktivismus, den machen wir in den sozialen Bewegungen oder so in unserem Sozialleben, aber diese Entkopplung vom Sozialen und dem Politischen kann uns keinen Ausweg bieten, denn schlussendlich bedeutet es eine Unterordnung des Sozialen unter reformistische politische Projekte. Wir müssen uns immer fragen, wie das Potenzial des Klassenkampfs entwickelt werden kann, indem alle Forderungen der ArbeiterInnen und der unterdrückten Sektoren artikuliert werden, um Schritte in Richtung eines neuen antikapitalistischen und sozialistischen Bewusstseins zu gehen. Beim Aufstieg der Rechten neigen einige Teile der Linken dazu, sich im Kampf gegen die Rechten einfach an ihre Bedingungen anzupassen. Entweder schlagen sie eine nationalistische Rhetorik an, wie wir das bei Wagenknecht sehen, hetzen gegen queere Personen, stellen sich irgendwie auf die Seite der GrenzschützerInnen. In anderen Fällen konzentrieren sie sich auf so einen Kulturkampf gegen die Rechte, zum Beispiel auf der feministischen Ebene oder eben auch in Fragen des Antirassismus, aber auf einer Ebene, die auf rechtliche oder kulturelle Anerkennung beschränkt ist. In beiden Fällen erzeugen sie mit einer Strategie, die sich darauf beschränkt, nur so Kleinigkeiten zu verwalten, immer neue Frustrationen und Unzufriedenheiten. Immer wieder kennen wir das, dass ReformistInnen an Pragmatismus und politischen Realismus appellieren und uns sagen, seid doch mal realistisch, ne? Das können wir alles gar nicht schaffen. Wir können überhaupt, wenn dann, so ein bisschen der Damm gegen die extreme Rechte sein. Das ist schlussendlich die kleineres Übel-Logik, über die wir vor genau einem Jahr ganz viel gesprochen haben. Die Anpassung daran, zu akzeptieren, dass es im Kapitalismus
eigentlich keinen Ausweg gäbe. Wir denken aber, es gibt diesen Ausweg und es muss ihn auch geben. Denn das Problem ist, dass es angesichts der sich verschärfenden kapitalistischen Krise, der inflationären Tendenzen, des Krieges, gibt es keinen Raum für eine Mäßigung, für einen nur einen kleinen Schritt. Der einzige wirkliche Damm, den diese Reformistinnen damit nämlich errichten, ist der gegen die Mobilisierung. Und indem sie mit der Verwaltung der kapitalistischen Pläne zusammenarbeiten, erzeugen sie Demoralisierung und Frustration. Diese Tendenz innerhalb der linksradikalen Szene, dem Reformisten das Feld zu überlassen, kommt eben aus dieser Trennung des Sozialen und Politischen. Das heißt, so ergänzen sich zwei Strategien, die unserer Meinung nach beide falsch sind. Einerseits die Anpassung an die bürgerliche Demokratie und der Versuch, die bürgerliche Demokratie als Grundlage für den Sozialismus zu nutzen, so der klassische Reformismus. Und andererseits die Ablehnung oder das Fernbleiben von der bürgerlichen Demokratie, so der Rückzug auf die eigene Szene außerhalb der Politik, was eine spontaneistische Vorstellung davon ist, dass irgendwann die Massen schon kämpfen werden. Die Kombination aus beiden sehen wir insbesondere in so einer informellen Aufgabenteilung zwischen der Linkspartei und vielen so postautonomen, irgendwie bewegungsorientierten Gruppen, wie zum Beispiel der interventionistischen Linken. Ich denke, dem liegt ein fehlendes Verständnis davon zugrunde, wie wir Interventionen und Erfahrungen brauchen, um das politische Bewusstsein zu entwickeln und Organe aufzubauen, die den Staat und das Kapital wirklich schlagen können. Ich denke, wir müssen Kräfte sammeln gegen den Aufstieg der Rechten. Wir müssen Komitees bilden, die sich gegen die antisoziale und immer rechtere Politik der Bundesregierung organisieren und zugleich dem Aufstieg der AfD den Kampf ansagen. Ich denke, wir müssen auf allen Mobilisierungen gegen die AfD auch eine soziale Alternative zur Kürzungs- und Aufrüstungspolitik der Regierung aufzeigen. Wir müssen die DGB-Gewerkschaften auffordern, die Zusammenarbeit mit der AfD zu verweigern und statt nur zu so Bund statt Braun-Aktionen aufzurufen, die größte Waffe zu nutzen, die sie haben, und das ist der Streik. Denn ich denke, wie Markus vorhin schon mal gesagt hat, dass wir die Rolle des Klassenkampfes im Kampf gegen rechts eben nicht unterschätzen dürfen. Wir müssen in den Gewerkschaften, in den Kampforganen unserer Klasse, wo Millionen ArbeiterInnen organisiert sind, uns dafür einsetzen, in antibürokratischen Strömungen, weil wir keine Illusion darin haben, dass die Führungen auf unserer Seite sind, dass die ArbeiterInnen gegen die organisierte Rechte und gegen faschistische Tendenzen, wo es sie gibt, kämpfen. Wir dürfen dabei auch keine Trennung zwischen politischen und ökonomischen Forderungen machen. Wir müssen die Gegenmacht im Betrieb aufbauen. Das heißt, an eben genau dieser Stelle, wo die Macht der Klasse liegt. Diese Unabhängigkeit des Proletariats, also der ArbeiterInnenklasse, von bürokratischen und reformistischen Führungen ist eine notwendige strategische Voraussetzung für das Gelingen der Revolution. Das heißt, wenn wir Fronten vorschlagen, Aktionseinheiten, Einheitsfronten, dann denken wir das nicht einfach als eine rein negative, abwehrende Taktik, so alle zusammen, also alle ArbeiterInnen zum Beispiel zusammen gegen die AfD, sondern wir denken, dass wir die Rechten und den Faschismus nur besiegen können, wenn wir den Kapitalismus besiegen. Das heißt, wir müssen uns fragen, wie wir da bestmöglich hinkommen. Lennart hat vorhin angesprochen, dass wir uns nicht auf so eine passive Defensive verlassen können. Und genau, ich denke, wir müssen, wenn wir quasi Abwehrkämpfe führen gegen den Aufstieg der Rechten, das verbinden mit der Sammlung der Kräfte für die Offensive der sozialen Revolution. Wir müssen den Einfluss der revolutionären Partei oder Organisation stärken durch die gemeinsamen Erfahrungen mit zum Beispiel reformistisch eingestellten oder sozialdemokratisch eingestellten ArbeiterInnen, um eben unsere Position im Kampf um die Macht zu stärken. Die Defensive in solchen Phasen ist, wenn wir sie nutzen, die stärkste Form, um Kräfte zu sammeln. Das heißt, wir stellen uns ganz klar gegen so einen reinen Rückzug auf einfach nur passive Verteidigung. Aber wir denken auch, dass wir nicht einfach immer nur vorpreschen dürfen und einfach Angriff um jeden Preis, sondern dass wir uns angucken müssen, wie ist dieses Verhältnis zwischen Verteidigungskampf, in dem wir die Risse nutzen können, die die bürgerliche Demokratie uns ermöglicht, um Politik zu machen, um dann Kräfte aufzubauen, also die Partei, die revolutionäre Partei für die Offensive, mit dem Ziel vom Umsturz und der Revolution. Daraus ergibt sich für uns auch, dass wir der Politik im bürgerlichen Sinne nicht fernbleiben, sondern dass wir ihre Institutionen, das Parlament insbesondere, nutzen, um dort Agitation und Mobilisierung für die ArbeiterInnen zu machen. Der Aufstieg der AfD und die passierende Spaltung der Linken gehören nicht nur zeitlich, sondern auch analytisch zusammen.
es gibt diese Perspektive von so einer Volksfront gegen die AfD, ne, von diesen pro-NATO, pro-EU-Linken. Es gibt diese andere Perspektive des Linkssouveränismus und der Anpassung an die AfD. Und in der radikalen Linken ist der Druck, sich einer der beiden anzupassen, sehr, sehr stark. Deshalb müssen wir uns dafür einsetzen, dass es eine politische Alternative der Arbeiterinnenklasse gibt, die nicht getrennt passiert vom Kampf in den Betrieben und auf der Straße. Das heißt, wir müssen uns gegen so einen Straßenradikalismus stellen, die dann der Linkspartei den Raum überlässt. Wir müssen auch aufhören zu glauben, dass wir einfach durch Kiezarbeit und Nachbarschaftshäuser irgendwie die Revolution hinbekommen, sondern wir müssen in beiden Sphären kombiniert kämpfen. Wir müssen im Betrieb eine politische Alternative aufbauen. Das bedeutet, dass wir nicht, das bedeutet nicht, dass wir dafür sind, einfach prinzipienlos mit allen gemeinsam eine Organisation aufzubauen, die irgendwie gegen diese Krise der Linkspartei sind, sondern dass wir uns klar abgrenzen müssen, zum Beispiel von stalinistischen Strömungen, die aus dem Sozialismus eine Farce machen und eine Bürokratie verherrlichen, die mit unserem Programm des Sozialismus nichts zu tun hat. Wir brauchen nicht einfach irgendwie mehr breite Parteien, wo sich die Führung an den Reformismus anpasst, sondern wir brauchen die Unabhängigkeit vom Reformismus in unserer politischen Organisation. Lasst uns gemeinsam eine große Front aufbauen, auch gemeinsam als verschiedene Organisationen. Lasst uns in die Tat umsetzen, worüber wir heute sprechen, dass wir gegen die AfD, gegen die Regierung kämpfen, dass wir eine Alternative zur Linkspartei und Wagenknecht aufwerfen und gemeinsam in die kommenden Streikrunden intervenieren. Also den Kampf gegen den Reformismus auch auf der politischen und nicht nur auf der gewerkschaftlichen Ebene führen. Und lasst uns auch die revolutionäre Partei aufbauen, die wir brauchen, um gegen den Reformismus und die Bürokratien kämpfen zu können. Nach dem Vorbild von Lenin. Deshalb bauen wir Rio auf. Deshalb bauen wir die revolutionäre internationalistische Organisation auf. Deshalb machen wir das, was wir jetzt als Strömung auf der ganzen Welt machen. Eine Organisation aufzubauen, die ihre Verankerung im Klassenkampf hat. Weil es möglich ist zu kämpfen. Weil der wahre politische Realismus darin besteht, auf die Entwicklung dieses Prozesses des Klassenkampfs zu setzen und zu versuchen, eine revolutionäre Linke aufzubauen, die bereit ist zu gewinnen. Danke dir sehr, Tabea. Dankeschön. Ich lasse den Applaus ausklingen, weil er verdient ist. Bevor ich jetzt ohne zu lange Umschweife direkt in die Diskussion überleiten möchte. Wir sitzen in einem Hörsaal, das heißt, es hat immer so ein bisschen Unicharakter und die Luft wird ein bisschen schal. Umso mehr freue ich mich auf pointierte und scharfe Beiträge, die nicht ausufernd lang sind. Wir haben nicht so wahnsinnig viel Zeit. Meldet euch gern, wenn ihr an die Diskussion auf dem Podium anschließen möchtet. Wir haben sehr viel Einigkeit, denke ich, in einigen Punkten gesehen auf dem Podium, einen großen Willen zur Einheit. Ich habe übereinstimmend wahrgenommen, dass wir uns keine Illusionen in reformistische Alternativen machen müssen, dass wir uns nicht auf Inseln des rebellischen Regierens zurückziehen können. Lasst uns also diskutieren, was die Voraussetzungen sind, eine solche Zusammenarbeit anzustreben und was auch unmittelbar jetzt in der kommenden Periode, wie Tabea es am Ende etwas angedeutet hat, was die konkreten Projekte sind, die wir gemeinsam angehen wollen. Genau, in diesem Sinne bitte ich um Handzeichen, wenn ihr sprechen möchtet. In der Mitte hat Kai sich gemeldet, wenn ich dich hinter der Maske richtig sehe. Es geht, wenn ich recht im Bilde bin, ein Saalmikrofon. Lol, dann müssen die Leute bitte nach vorne kommen. Ja, genau, also wenn ihr euch meldet und ich deute auf euch, dann könnt ihr nach vorn kommen und euch vor dem Kein-Schulterschluss mit Ampel, RWI und Co. transparent positionieren. Ich überbrücke die Zeit, bis Kai aus dem ebenfalls unispezifisch etwas schwierigen Bestuhlungssystem herausgequält hat und jetzt den Weg zu mir gefunden hat und gleich zu mir kommt und das Mikrofon in die Hand bekommt, um den ersten Beitrag der Diskussion zu leisten. Und währenddessen bitte weitere Meldungen und Anstellen da drüben. Oh, Matthias, Breton.
Well, I'll really try to keep it short. And sorry, I really need to speak in English. Kind of cannot say this in German, which is good because my one of my main points is that you all spoke the truth here. And in some situations, for example, I would say what Hamazan said, that we have this tendency towards fascism. And unfortunately, the reality is that we are already in it. And this has been pointed out by scholars of fascism. And if you make a ladder of steps that you need to take to reach full-blown Nazi regime, we are already in the middle of that ladder. So, that's one of the points. The other issue is that I'm really glad, again, that we all agree that we need to form an organization, and it's a revolutionary organization. And just like this issue with fascism, that we need to face these issues with a lot of courage, because they are extremely uncomfortable. It is not comfortable to say, yeah, we really do not live in a democracy, and that our existence is at risk, not only because of climate change, also because when a fascist regime comes, we are the first ones to go. You're afraid of bureaucratism, for example, in building an organization, and you're right to be. So you need to look at another form of organization. We are not married to these structures that we have now, that most of them were imposed by us by capitalism. We have to face these with a lot of courage to move away from it and form this, what we all agree needs to be formed, which is an international organization, an international revolutionary organization. Just like there's a slogan here that says, no war except class war, or no revolution except international revolution. There is no such thing as a national revolution. There is no such thing as building something in Germany. Yeah, because the opposite of international socialism is national socialism. Nobody wants that. That was basically what I wanted to say, is that we really need to see these really difficult things. Where's the money gonna come from? That needs to be discussed very openly. And I guess that's basically it. Thanks. Ich werde eine ganz kurze Zusammenfassung versuchen dessen, was Kai gesagt hat. Derweil Raya hat sich gemeldet, und wenn ich euch antippe, dann dürft ihr sofort den Weg auf euch nehmen, damit es nicht so lange dauert, bis ihr reden könnt. Also kommt ruhig gerne schon vor. An der Stelle der Hinweis an alle, die sprechen, das Mikrofon so ein bisschen näher an den Mund, damit man euch auch hinten gut verstehen könnt. Genau, Kais Punkt war einerseits zu sagen, dass die Entwicklung hin zum Faschismus bereits fortgeschritten ist, dass wir uns nach der Definition verschiedener internationaler AkademikerInnen auf einer Leiter hin zum Faschismus befinden und dort uns bereits in der Mitte des Faschismus, also auf dieser Leiter hin zum Faschismus befinden, und deshalb umso dringlicher die Notwendigkeit besteht, worüber er sich über die Einigkeit freut, die wir hier auf dem Podium haben, eine revolutionäre Organisation aufbauen zu müssen. Er hat betont, dass wir nicht verheiratet sind mit den Strukturen, wie sie uns der Kapitalismus bietet, und dass insbesondere die Organisation, die wir aufbauen müssen, eine internationale Organisation sein muss, weil es keine Revolution ohne internationale Revolution geben kann. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen zusammengefasst. Raya als Nächste. Gemeinsam mit Rute? Ja, cool. Weitere Handmeldungen derweil bitte. Hi, ich bin Ruta, ich bin aus Berlin, studiere Politikwissenschaft an der FU und ich bin bei Waffen der Kritik und Rio organisiert. Ich bin Raya, ich studiere auch in Berlin und bin auch bei Waffen der Kritik, und wir wollten dazu was sagen, weil wir als Waffen der Kritik, als Hochschulgruppe von Klasse gegen Klasse, haben uns in den letzten Monaten vorgenommen, den Marxismus zurück an die Hochschulen zu bringen. Wir haben Veranstaltungen gemacht zur Klimakrise, zu Imperialismus, zu Feminismus und zum internationalen Klassenkampf.
Und wir wollen eben, für uns bedeutet eben, den Marxismus an die Hochschulen zu bringen, auch mit Studis darüber zu reden, was sind soziale Kämpfe. Und da ist uns eben auch wichtig, die Tarifverhandlungen der studentisch Beschäftigten in den nächsten Monaten, weil ja auch viele von uns studentische Beschäftigte sind. Wir wollen zusammen mit der Betriebsgruppe an der FU in Berlin, also den Beschäftigten, den Organisierten bei Verdi, ein Aktionskomitee gründen, was verhindern soll, dass es einen Reallohnverlust gibt, weil die Verhandlungen in den letzten Tarifverhandlungen blieben immer hinter den realen Löhnenverlust zurück. Also keine Ahnung, mit der Inflation so verlieren wir einfach tagtäglich mehr Lohn. Und deswegen fordern wir mit der Verdi-Betriebsgruppe zusammen, dass die Löhne immer mit der Inflation angepasst werden und außerdem mindestens 1.000 Euro. Und wir fordern außerdem eine Zusammenführung von TV Stutt und TVL, also dem Tarifvertrag der Länder, denn wir denken, dass Streikbewegungen ein sehr guter Ort sind, um eben auch politische Kämpfe auszutragen und um auch Forderungen auf die also Druck auf die Regierung auszuüben. Und da kommt auch der Kampf gegen rechts ins Spiel, weil wir denken, dass wir auch Forderungen gegen rechts und gegen den Rassismus mit aufnehmen müssen, wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir streiken an den Unis. Genau. Ich wollte ein bisschen an Lennart anknüpfen, weil er viel von der fossilen Bourgeoisie gesprochen hat und auch viel über den Aufstieg der Rechten hier allgemein diskutiert wurde. Und ich wollte das ein bisschen mit dem Kampf gegen die Klimakrise auch verbinden, weil die Rechte eben Hand in Hand mit dem Fossilismus geht, mit der Fortsetzung der fossilen Industrie. Wir sehen das zum Beispiel, wie Trump auch argumentiert, sehr gut. Das heißt, der Kampf gegen die Klimakrise ist auch immer ein Kampf gegen rechts und ein Kampf gegen die Autoindustrie und gegen den fossilen Kapitalismus. Und die bedingen sich sozusagen gegenseitig. Und ich wollte darauf aufmerksam machen, dass vom 5. bis 10. September in München die IAA stattfindet, wo sozusagen die internationale Automobilindustrie zusammenkommt, um sich irgendwie durch Greenwashing als Retterin des Kapitalismus und als Retterin unserer Gesellschaft zu inszenieren. Aber die Autoindustrie ist halt grundlegend imperialistisch und sie geht vor allem Hand in Hand mit einer generellen Aufrüstung und Militarisierung, die gerade stattfindet, weil eben die Aufrüstung die Möglichkeit für das deutsche Kapital bietet, dass, wenn das deutsche Kapital es braucht, sich den Zugang zu Rohstoffen in anderen Ländern holen kann. Aber unsere Perspektive besteht eben nicht in irgendwie Greenwashing oder so, sondern eben ganz klar in der sozialistischen Planwirtschaft. Wir denken, das ist die einzige Wirtschaftsform, in der wir wirklich die Klimakrise überwinden, besiegen können. Es braucht eben die Enteignung der Autokonzerne unter Kontrolle der dort arbeitenden Beschäftigten eine Umstrukturierung des Produktionsprozesses eben. Das heißt aber auch, dass, wenn wir sagen, die Arbeiterklasse ist das revolutionäre Subjekt, dass sie Organe formieren muss, dass sie Organe braucht der Selbstorganisierung, in denen sie sich dessen überhaupt ihrer Kraft, die sie eigentlich hat, bewusst wird. Und wie Raya gerade meinte, genau deswegen wollen wir hier auch für dieses Aktionskomitee in der FU plädieren, weil das ist eine Möglichkeit, wie wir real die Politik umsetzen können, für die wir sozusagen stehen und die wir umsetzen wollen, eben auch um die Gewerkschaftsbürokratie herauszufordern, weil zum Beispiel die Führung der IG Metall eine sogenannte sozialökologische Wende einfach gemeinsam mit den Konzernen umsetzen will, aber überhaupt nicht die Interessen der ArbeiterInnen in den Gewerkschaften vertritt. Deswegen wollen wir auch betonen, dass wir als Studierende die Streiks eben nicht nur solidarisch begleiten wollen,
sondern dass wir auch für ihre Ausweitung kämpfen, dass Streiks nicht getrennt werden, dass, dass zum Beispiel die TV-Stutt-Streiks, die jetzt anstehen, dass die verbunden werden mit anderen Streikenden, Streiks im öffentlichen Dienst und so weiter. Und dass wir wirklich als Studierende uns an der Seite der ArbeiterInnenklasse aufbauen und eben nicht nur von der Seite kommentieren oder so, sondern aktiv Politik Hand in Hand gehen. Genau. Und deswegen sind wir auch zum Beispiel für Vollversammlungen an den Unis, weil das eben auch Organe sein können, wo erstmal alle zusammenkommen und diskutieren, was wollen wir überhaupt. Genau, damit, die, damit wir eben lernen, selbstständig zu kämpfen. Und deswegen wollen wir euch auch einladen, am 10. September mit uns gemeinsam auf die Straße zu gehen bei der IAA. Wir machen auch am 9. September einen Workshop zur Strategie der Klimagerechtigkeitsbewegung. Kommt dort gerne vorbei. Genau, und morgen machen wir ein offenes Treffen von Waffen der Kritik, kommt dort auch gerne hin und diskutiert auch mit uns weiter. Und generell wollen wir euch einfach einladen, nicht hier stehen zu bleiben, sondern dieses Camp wirklich zu nutzen, um uns zu vernetzen, zu organisieren und nicht isoliert nach Hause zu fahren, sondern das wirklich als Anlass zu nehmen, uns mit uns gemeinsam zu organisieren, um eine revolutionäre Organisation eben aufzubauen, die wirklich das Potenzial hat, die Rechte zu konfrontieren, den Kapitalismus zu stürzen und eben eine befreite Gesellschaft für uns alle zu erkämpfen, also sowohl für Studierende, für ArbeiterInnen, ja, eben gegen die Gewerkschaftsbürokratie und gegen die Bosse. Dankeschön. Ich habe als nächsten Avian auf dem Schirm, aber Ben und Josef, steht ihr da in der Schlange? Okay, dann Avian. Ihr könnt die Schlange auch gerne weiter vorholen, dann sehe ich euch besser. Und ich sehe Tom, der sich dann auch schon mal anstellen darf. Dankeschön. Also mein Name ist Avian, ich komme aus München, ich bin in keiner Organisation. Noch näher? Okay, ja, sorry. Ich habe eigentlich nur zwei Fragen, aber das Mikrofon ist halt scheiße, deswegen ist es ein bisschen... Sehr viel Aufmerksamkeit für diese Fragen. Also ich bin jetzt schon, ich glaube, seitdem ich 16 bin, Kommunist. Und ich war voller Hoffnung damals. Und diese Hoffnung, die ist immer wieder verschwunden. Und ja, in der Geschichte gab es viele kommunistische Parteien und viele Formen des Sozialismus oder des sich selbst beschreibenden Sozialismus. Wir wollen es ja auch oder es wird auch ab und zu auch mal wieder abgesprochen, zu Recht. Meine Frage ist, meine erste Frage ist, was macht uns hier heute einzigartig? Also, was gibt euch Hoffnung? Ich hätte gern was davon, ja. Und meine zweite Frage ist, und die soll nicht zynisch klingen, also ich mir wurde mal gesagt, ich bin der zynischste Mensch, dem einem begegnen kann. Aber meine Frage ist, wieso muss es eine Partei sein? Besteht nicht die Gefahr von Bürokratisierung? Genau, vielen Dank. Danke dir, Avi. Das sind sehr, sehr wichtige Fragen und ich bin, bin sicher, dass auf der Redeliste Leute sind, die das eine oder andere dazu zu sagen haben. Als nächstes wäre Oskar dran. Ja, du stehst als erstes in der Schlange. So funktioniert das System. Und danach Tom, der jetzt als erstes in der Schlange steht. Und währenddessen gerne weitere Handmeldungen. Ich sage das einfach jedes Mal wieder. Hallo, grüß Gott. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts zu Doofes. Ich dachte, da hinten wäre die Schlange. Ja, da melden sich noch mehr Leute. Als ich das erste Mal auf dem Sommercamp von Rio war, hatten wir so 7 oder 8 Zelte, glaube ich, aufgestellt in Brandenburg an einem Campingplatz. Und das war die Zeit, als gerade diese offene Situation, von der Lennart gesprochen hat, einen ihrer ersten Höhepunkte hatte. Also es war die Zeit der Staatsschuldenkrise, der Staatspleite Griechenlands und eine Zeit, in der wir uns sehr intensiv auseinandergesetzt haben mit den Grundlagen eigentlich für eine revolutionäre Einheit. Also mit den Grundlagen, warum wir die Vierte Internationale aufbauen wollen, zusammen wieder aufbauen wollen, zusammen
mit den fortschrittlichsten Sektoren der Arbeiterklasse und der Jugend und warum wir der Ansicht sind, dass eine solche Fusion auf einer revolutionären Grundlage geschehen muss. Ich denke, es wäre sehr wichtig, auf die Frage von dir auch in den kommenden Wortbeiträgen noch einzugehen. Also warum wollen wir eine Partei? Was wollen wir für eine Partei? Ich denke, dass jeder dieser kurzen Beiträge jetzt nur einen ganz, ganz kleinen Splitter davon beantworten kann. Und ich möchte einen beantworten, einen Splitter davon beantworten, nämlich was eine Voraussetzung für so eine revolutionäre Partei in Deutschland ist. Und ich denke, eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist die Abrechnung mit dem historischen Stalinismus, der sich in Deutschland fortsetzt im Reformismus. Also die Partei Die Linke ist ja eine, politisch betrachtet, eine Fusion aus einem linken Teil der Sozialdemokratie, der WASG, die sich nach Hartz IV gegründet hat, und der PDS, die die kapitalistische Verwaltung umgesetzt hat, besonders in Ostdeutschland, nach eben der Kapitulation der Bürokratie vor dem Kapitalismus. Und wenn wir jetzt über den Wagenknechtianismus sprechen, Tom, ich hoffe, ich nehme dir nicht zu viel vorweg, wenn ich über Stalinismus spreche. Geht auch zu Toms großartigen Workshops zu Thema Stalinismus auf jeden Fall. Also genau, wir müssen uns damit auseinandersetzen, auf welcher Grundlage wir eine Organisation mit Masseneinfluss aufbauen wollen. Also ich würde gerne darüber diskutieren, auch mit den Genossen, die als Vertreter von anderen Strömungen hergekommen sind. Nämlich, ja, wenn wir jetzt die Organisation sozusagen zusammenlegen, da haben wir ein Camp mit 5, 6, 700 Leuten. Ich finde es eigentlich gar keine so schlechte Idee, ein gemeinsames Sommercamp zu machen. Genau, wir haben ja auch einige Vorschläge für gemeinsame politische Initiativen. In der VKG zum Beispiel was revolutionäre Wahlantritte auf Basis der Klassenunabhängigkeit angeht. Aber ich denke, das Zentrale ist jetzt, dass wir darüber auch diskutieren können, was die Grundlage für den Aufbau einer Partei ist und was die Abrechnung mit dem Stalinismus in Deutschland bedeutet, nämlich dass sich so viele Menschen der radikalen Rechten zuwenden in Ostdeutschland, ist hauptsächlich verschuldet durch die Erbschaft des Stalinismus. Und wenn es keine Abrechnung mit diesem Stalinismus gibt, dann gibt es keinen Aufbau einer revolutionären Partei in Deutschland. Also Sarah Wagenknecht kommt aus dieser stalinistischen Tradition. Und das, was sie jetzt daraus macht, also der Sozialchauvinismus und die Anlehnung an sozialliberale, ordoliberale Theorien, die sind die konkrete Form, die der Stalinismus heute in Deutschland eben angewandt hat. Deshalb würde ich dem widersprechen, was der Genosse Ramazan auch dargestellt hat, dass wir uns auf die Wiedergründung der Ersten Internationale in erster Linie besinnen sollten. Denn seit der Ersten Internationale ist viel, viel Wasser die Donau heruntergeflossen. Und es gab ja zu Recht hier programmatische Spaltungen. Und eine davon war eben die Abrechnung mit dem Stalinismus. Und ich denke, dass es uns nicht in ein Kleingruppendenken bringt, dass wir ideologisch den Trotzkismus in den Vordergrund stellen, sondern dass es notwendig ist, mit dem Stalinismus abzurechnen, gerade um die Massen zu erreichen, gerade um den Menschen in Ostdeutschland zum Beispiel eine revolutionäre sozialistische Perspektive zu geben und sie nicht in die Hände der AfD zu treiben. Es ist notwendig, dass wir so eine Abrechnung mit dem Stalinismus in den Vordergrund stellen. Danke dir, Oskar. Tom, als nächstes auch an die Diskutantinnen auf dem Podium der Hinweis, meldet euch gerne, wenn ihr auf eine oder mehrere der Beiträge Bezug nehmen möchtet. Also ihr könnt mir einfach winken, genau. Ihr bräucht euch nicht da anzustellen. Okay, als nächstes Tom. Ja, erstmal ganz schön krass, so hier vor euch vorne zu stehen. Richtig guter Eindruck. Ich wollte ein bisschen darüber reden, dass völlig zu Recht hier in der Diskussion und auch in Workshops heute die Führung der Linkspartei richtig eins auf den Deckel gekriegt hat.
Das ist auch richtig so. Aber ich denke, was wir dabei nicht vergessen sollten, ist, es kommen jetzt Tarifrunden in TVL, in TV Stutt. Und ich denke, dass es total zentral ist, aber trotzdem anzubieten, den Genossen in der Linkspartei, die eben noch kämpfen wollen, schon gemeinsam eben zu kämpfen, gemeinsam Fronten zu bilden. Darüber haben wir auch eben diskutiert. Und ich finde auch ganz klar, bei der strategischen Diskussion, die wir hatten, bei den Workshops, die wir heute hatten, bei dem Beispiel auch international, was wir Donnerstag mit Mardi Gras hatten, wir können auch ganz klar im Kampf mit der Führung der Linkspartei zeigen, Kämpfe anführen und gewinnen können wir sowieso viel besser. Und darüber hinaus, für die vielleicht beim letzten Sommercamp schon mit dabei waren, beim letzten Sommercamp hatte ich die Chance, ein bisschen über den Kampf zu erzählen, den wir bei Refbruch, beziehungsweise da hat es gerade erst angefangen, da haben wir uns gerade überlegt, hey, es wäre richtig nice, in der Linkspartei und in der Linksjugend eine Fraktion zu gründen, die darum kämpft, mit dem Reformismus revolutionär zu brechen, dass der Reformismus nicht ausreicht, dass es eine Farce ist, wie der Reformismus sich zum Krieg stellt und dass es eine revolutionäre Alternative braucht. Und darauf möchte ich gerne noch einmal Bezug nehmen, weil wir hatten, das kam auch in Daniels Beitrag vor, es war eine richtig krasse Erfahrung, als wir im Januar eine Konferenz abgehalten haben, wo auch über 150 Leute waren und wir beschlossen haben, mit der Linkspartei zu brechen. Und an der Stelle wollte ich nochmal sagen, auch an alle Leute, vielleicht ist jemand auch von der Linkspartei hier, aber vielleicht sehen mich auch Leute auf Video dann. Es ist immer noch die Möglichkeit da, man muss halt eben nicht NATO-Bartsch folgen, man muss eben nicht Wagenknecht folgen mit ihrer Transfeindlichkeit, ihrem Rassismus und ihrem deutschen Souveränismus, sondern es gibt halt eben auch eine weitere Option und das ist eben der revolutionäre Bruch und mit allen, die dafür offen sind, freue ich mich darüber zu diskutieren und die Möglichkeit ist da und lasst uns mit dem Reformismus brechen und für den Sozialismus kämpfen. Danke dir, Tom. Christian, als nächstes. Ich hatte Joachim notiert, aber... Auch gut. Okay, und der Hinweis, ich würde im Laufe dieses Redebeitrags die Redeliste schließen. Auch nochmal der Hinweis ans Podium. Ramazan, dich habe ich drauf, dich würde ich dann gleich auch vorziehen. Letzter Aufruf. Bonjour, tout d'abord je tenais à vous remercier pour l'invitation et ça me fait très plaisir de voir autant de monde à votre camp d'été. Hallo erstmal und danke, dass ich hier sein darf. Es macht mich unglaublich stolz, auf diesem Sommercamp sein zu dürfen. Moi je m'appelle Christian, je suis militant à Révolution Permanente, qui est l'organisation sœur de Rio en France. Et je suis ouvrier dans l'agroalimentaire, dans l'est de la France, juste justement à côté de l'Allemagne. Et je suis dirigeant syndical à la CGT au niveau national dans mon entreprise. Mein Name ist Christian, ich bin von Révolution Permanente, das ist die Schwesterpartei, die Schwesterorganisation von Rio in Frankreich. Ich bin Arbeiter, ich arbeite in der Lebensmittelbranche. Ich komme aus Metz, das ist ganz in der Nähe von Deutschland eigentlich, im Osten von Frankreich und ich bin auch gewerkschaftlich aktiv und nehme da eine führende Rolle ein. Des idées réactionnaires et justement les éléments de lutte de classe. Il y a une urgence à s'engager et nombreux d'entre vous partagent cette urgence. Wir stehen zwar vor dem Aufstieg von reaktionären Ideen, wir stehen aber auch vor der Rückkehr eines Klassenkampfes und die eigentlich eine Antwort darauf ist, die sozusagen nochmal unterstreicht, dass es hier eine Notwendigkeit gibt, sich zu engagieren, die viele von euch erteilen. Mais s'engager autour de quel projet? Moi, en tant que travailleur et en tant que syndicaliste, j'ai compris que le syndicalisme ne suffit pas. Et beaucoup de jeunes avec qui je milite à Révolution Permanente, souvent ont milité avant dans des associations féministes, écologistes ou antiracistes et ont fait le même constat que moi, qu'il fallait, si on voulait gagner, de prendre le problème à la racine, donc de s'attaquer au système capitaliste.
Die Frage ist aber ja, für was für ein Projekt wollen wir uns organisieren? Ich habe es ja gesagt, ich bin Arbeiter, ich bin Gewerkschafter, aber ich bin zu der Bilanz gekommen, dass das nicht ausreicht, nur Syndikalismus zu machen. Ich bin mit vielen Leuten organisiert, die vorher in feministischen Organisationen waren, in antirassistischen Organisationen und die gleiche Bilanz gezogen haben, die gesagt haben, wir müssen uns gegen die Wurzel dieses Systems engagieren und das ist der Kapitalismus. Comme le disait le premier camarade à la tribune, c'est dans les moments de crise qui vont devenir de plus en plus aigus que nos organisations vont être mises à l'épreuve. Et que sans clarté stratégique, elles sont condamnées à la paralysie ou à l'explosion. So wie der erste Redner schon gesagt hat, angesichts sozusagen der vermehrten Krisen werden unsere Organisationen immer öfter, ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Entschuldigung. Irgendwie auf die Probe gestellt und dass sie ohne strategische Orientierung eigentlich dazu verdammt sind, zu explodieren. La scission en France du NPA, c'est cette expression. C'est l'expression de cela justement. Ils ont explosé à un moment où la crise était plus tendue et donc il y avait une plus grande pression pour aller vers justement les idées réformistes. Le NPA, dont se revendique le camarade de RSO, a résisté justement à cette pression, mais leur difficulté à intervenir dans le mouvement de la réforme des retraites comme une organisation commune et le symptôme que la clarté stratégique n'est pas encore tout à fait éclaircie dans leur organisation. Die Spaltung der NPA ist eigentlich ein weiterer Ausdruck von diesen sozusagen Proben, auf die wir gestellt werden. Sie ist nämlich explodiert in einem Moment, in dem die Krise sich verschärft hat, in dem die Drücke immer größer wurden, sich reformistischen Ideen zuzuwenden. Und die NPA, wie der Genosse von der RSO hier schon gesagt hat, hat diesem Druck Widerstand geleistet. Und nichtsdestotrotz steht sie vor der Schwierigkeit und vor dem Hindernis, heute keine strategische Klarheit zu haben. Peut-être qu'aujourd'hui, ces problèmes justement de clarté stratégique peuvent être juste des discussions théoriques, mais dans un moment plus aigu, les divergences stratégiques, notamment sur les bureaucraties syndicales, sur la guerre en Ukraine ou encore la question des oppressions, peut conduire à une explosion qui nous ferait perdre un temps précieux. Das mag euch jetzt vielleicht heute so erscheinen, als wären das eigentlich nur theoretische Diskussionen, aber das sind es nicht. Es sind ganz wichtige Diskussionen über die Frage, wie wir zu Gewerkschaftsbürokratie stehen, wie wir zur Ukraine stehen und zum Ukraine-Krieg und wie wir zu Fragen der Unterdrückung stehen. Mais je suis content aujourd'hui d'être venu ici et d'entendre la proposition du camarade de RSO qui propose de débattre de nos désaccords. Car nous, en France, on a fait, et pas plus tard qu'il y a quelques jours au camp d'été du NPA, la même proposition qui est justement de débattre de nos désaccords dans nos journaux respectifs. Mais malheureusement, pour l'instant, ils ont refusé la proposition. Ich bin auch richtig froh, dass ich heute hergekommen bin und ich wollte genau auch etwas sagen, sozusagen in diesem Sinne zu dem Vorschlag, den der Genosse von der RSO gemacht hat, der ja hier ist, was ich sehr wertschätze, um unsere Unterschiede auch zu debattieren. In Frankreich haben wir den gleichen Vorschlag gemacht, kurz vor dem Sommercamp, doch leider hat die NPA diesen Vorschlag nicht angenommen. Mais nous espérons que ces discussions qu'on a aujourd'hui auront un écho en France et on espère que ça va
convaincre nos camarades du NPA en France à avoir ces discussions et peut-être justement aller voir militer ensemble, que ce soit dans les épreuves de la lutte de classe, notamment avec le réseau de la grève générale qu'on a pu mettre et faire des expériences communes, mais aussi de voir peut-être une plateforme commune aux européennes afin qu'on puisse faire entendre la voix de notre camp, une voix qui soit profondément anticapitaliste, féministe, écologiste, antiraciste, anti-impérialiste, qui soit une expression d'une voix communiste commune. Und ich hoffe, dass so wie wir hier debattieren, wir auch in Frankreich bald debattieren, dass diese Diskussion hier unsere französischen Genossinnen, also die französischen Genossinnen der NPA, überzeugt, auch genau eine solche Diskussion dort zu führen, dass wir gemeinsam in die Prozesse des Klassenkampfes intervenieren können, dass wir gemeinsam im Netzwerk für den Generalstreik aktiv werden, dass wir eine gemeinsame Plattform schaffen im Hinblick auf die Europawahl, wo wir eine Stimme den Menschen zur Wahl stellen können, die antikapitalistisch ist, die antiimperialistisch ist, die feministisch ist, die ökologisch ist und so vieles mehr. C'est bon. Merci beaucoup, les camarades. Merci beaucoup. Ramazan, ich würde dich vorziehen, weil du direkt adressiert wurdest, wenn du magst. Okay. Da wollte noch ein Genosse. Habe ich jemanden übersehen? Ja, ja, ich habe. Yunus habe ich drauf, keine Sorge. Ja. Der junge Genosse hat zwei Fragen gestellt. Ich erlaube mir, eine Frage zu beantworten. Die vielleicht hoffentlich als Antwort angenommen werden kann. Wir sind keine einzigartigen Menschen. Wir sind Menschen voller Überzeugungen. Und erste und allerwichtigste Überzeugung, zumindest für mich, ist es, dass eine Gesellschaft, die auf die brutale Ausbeutung der absoluten Mehrheit der Bevölkerung beruht, eine scheiße Gesellschaft ist. Ich pfeife auf diese Gesellschaft. Und man muss alles Mögliche tun, dass diese Gesellschaft beseitigt wird, die verantwortlich ist für Millionen von jungen Menschen, für Babys, für Kinder, die ohne Zugang zu sauberem Wasser, ohne ausreichenden Nahrungsmittel auf der Welt leben müssen, aufgrund der Herrschaft dieses Systems. Und ich sehe mich verpflichtet, alles Mögliche tun, damit dieses System keine Sekunde länger lebt, als unbedingt erforderlich ist. Das ist meine Vorgehensweise. Und wir brauchen jeden neuen Genossen und Genossinnen für diesen Kampf, damit dieser Kampf möglichst bald erfolgreich wird, zumindest in der Bundesrepublik Deutschland, nicht mehr dieses Ausbeutungssystem länger als unbedingt erforderlich ist, herrscht. Ich hoffe, dass es zumindest als meine Antwort von dir angenommen wird. Ich möchte nur hinsichtlich der internationalen Erfahrungen sagen, bezüglich meines Beispiels der ersten Internationale. Natürlich, jeder Vergleich hinkt. Und es gibt niemals eins zu eins eine Erfahrung, dass man auf die andere so Situation kopieren kann. Aber wo kämen wir denn hin, wenn wir nicht die Erfordernis, unbedingt die Erfordernis sehen, von den Erfahrungen der internationalen Arbeiter und sozialistischer Bewegung nicht lernen bereit sind? Das sind erkämpfte Erfahrungen. Dafür diese Erfahrungen sind größte Wertschätzung für alle Kommunisten und Kommunistinnen. Wir können aus diesen Erfahrungen lernen.
Und die erste Internationale ist eine Erfahrung, die besagt, dass nicht nur Marxisten, also die Kommunisten, die auf dem wissenschaftlichen Sozialismus beruht haben, mit Nicht-Marxisten, mit Anarchisten, Bakunisten, Planoisten, sogar auch mit den normalen Gewerkschaftern aus England, Chartisten, ja, aus unterschiedlichen revolutionären Bewegungen und Gruppen, also Kleinstgruppen, eine gemeinsame Organisation gegründet haben, auf der Grundlage zwei Sachen. Auf der Grundlage der Anerkennung des Klassenkampfes, die Förderung des Klassenkampfes und zweitens die Förderung der Solidarität, internationalen Solidarität der kämpfenden Arbeiterklasse in unterschiedlichen Ländern. Und diese Frucht dieser Zusammenarbeit war letzten Endes auch die Pariser Kommune. Wir können aus dieser Erfahrung lernen und sagen, wir können auch einen mächtigen Zusammenschluss bauen, wenn wir nicht doktrinär vorgehen, sondern ganz klar revolutionär. Und jede Organisation, egal wie klein diese Organisation ist, ob sie auf der Grundlage der Anerkennung des Klassenkampfes steht, ob sie in der Lage ist und den Klassenkampf der arbeitenden Klasse fördert. Und jede dieser kleinen Organisationen ist willkommen für eine revolutionäre Zusammenarbeit. Und sie wird auch, jede kleine Organisation, größtmöglichen Beitrag zur Stärkung einer wirklich sozialistischen Bewegung, revolutionären Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland sein. Und wir haben bisher ja seit Jahrzehnten als einer der wenigen Länder in der Bundesrepublik Deutschland nicht geschafft. Und da sehe ich mich auch selbstkritisch, weil ich ein bisschen zur älteren Generation im Vergleich zu euch gehöre, wirklich in der Schuld, dass wir auch sozusagen nicht beachtet haben, dass die große Masse der bearbeitenden Bevölkerung auch eine legale parlamentarische Vertretung braucht, eine revolutionäre Vertretung, für die man auch besonders achten muss, die auch eine sozusagen Vertrauen der arbeitenden Bevölkerung auch gewinnt. Und AfD vereinigt auch viele Stimmen, oppositionelle Stimmen innerhalb der Bevölkerung, weil sie auch viele reaktionäre, faschistische Gruppen und Grüppchen in ihrer vereinigt hat und daraus eine große politische Organisation gemacht hat. Danke dir, Ramazan. Ich würde Daniel dich gleich auch vorziehen, wenn es für dich okay ist. Damit du, magst du gleich vorgezogen werden, damit du auch darauf eingehen kannst? Egal. Dann ja. Dann entscheide ich das einfach. Und nach Daniel darf sich bereit machen Yunus, Freddy, Ines, Stefan und die Person, die gerade noch da stand, deren Namen ich leider nicht... da. Jetzt wieder steht. Hallo. Okay, aber die Redeliste ist dann zu und ich bitte auch dann euch um extra Redezeitdisziplin. Ja, ich wollte nur ganz kurz auf den Beitrag von Christian eingehen und antworten, denn ich war jetzt, wie gesagt, gerade auch beim Sommercamp der NPA und ich hatte nicht das Gefühl, dass die NPA, also wie gesagt, es gibt ja zwei NPAs, das ist immer ein bisschen, also die anderen nennen sich leider auch immer noch NPA, die jetzt mit Mélenchon gemeinsame Sachen machen wollen. Das ist auch nur ein Übergangsstadium sicherlich. Irgendwann werden die Organisationen andere und passendere Namen finden, denke ich. Aber auf jeden Fall die NPA, auf die ich mich beziehe,
Hat auf dem Sommercamp nicht den Eindruck gemacht, dass sie nicht gemeinsam in diese Bewegung interveniert hätten. Und sie haben auf jeden Fall in diese Bewegung interveniert, das kann ich euch garantieren, und haben auch diese Bewegung bilanziert und die Erfolge und Misserfolge in dieser Bewegung, denn letztendlich ist sie ja mit einer Niederlage geendet. Das heißt, wir alle haben auch irgendwie Misserfolge erlebt, selbst wenn wir auch Erfolge erlebt haben. Ich bin nicht so sehr dafür, jetzt zwischen den verschiedenen Strömungen zu diskutieren. Wir haben das Netzwerk für einen Generalstreik gemacht, und da waren so und so viele Leute, wir haben auf der anderen Seite, oder ihr habt das gemacht, wir haben auf der anderen Seite Streikkomitees geschafft an manchen Orten, vielleicht mehr als ihr oder sowas, aber das ist eigentlich nicht so sehr das Spannende, sondern es geht dann eher darum, sich genau anzugucken und tiefer in die Diskussion zu gehen, aber das können wir heute nicht machen, sozusagen, was war möglich, was war nicht möglich, was waren auch Grenzen der Bewegung, an die wir alle gestoßen sind und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind die Auseinandersetzungen, die auch revolutionäre Strömungen miteinander führen müssen und wo das Miteinander und nicht nur das polemische Gegeneinander, um die Punkte am Ende zu zählen, wer hat nach 5 Runden gewonnen, wenn es kein K.O. gab oder sowas, sondern tatsächlich eher sich gegenseitig zu befruchten, um gemeinsam Erfahrungen zu ziehen, die einen weiterbringen im nächsten Schritt des Klassenkampfes. Und das gelingt in der neuen NPA ziemlich gut, ist mein Gefühl nach diesem Sommercamp. Und dass sie tatsächlich zusammenwächst, und nicht bei der nächsten Zuspitzung auseinanderbricht, weil man sich nicht über alle programmatischen Fragen zwischen allen Strömungen einig ist. Denn sonst hat man immer das Problem, wenn man sagt, jede Differenz kann dazu führen, dass man, wenn die Herausforderung kommt, auseinanderbricht, dann kann man sich tatsächlich nur als eine einzige Strömung aufbauen und der Meinung sein, nur die eigene Strömung kann irgendwann in später Zukunft mal die Revolutionäre Partei und die Revolutionäre Internationale schaffen. Aber ich glaube, gerade das hat sich in den letzten Jahrzehnten nie bewahrheitet, obwohl viele Organisationen diesen Anspruch hatten. Der Appell an die Leute, die auf der Redeliste sind, kommt ruhig ein bisschen näher vor, dann müssen wir nicht Zeit überbrücken. Genau. Hallo, ich bin Jonas. Bezüglich des Vorschlages oder Diskussion bezüglich möglichen Wahleintritten wollte ich etwas sagen. Dass wir zwar diskutieren, dass natürlich die Krise der Linken für uns Revolutionärinnen große Möglichkeiten öffnet, zu einem Anziehungspol zu werden und da sozusagen auch sichtbar unsere Kräfte bei möglichen Wahlkampagnen auch zu vereinen. Jedoch, wenn wir dieses Zeitfenster auch sozusagen versäumen und es nicht schaffen, dass es eine sichtbare Alternative zu den Linken existiert und dass die Linke so einfach so sozusagen aus dem Bundestag rausfliegt, dann kann es auch eine ganz schöne Niederlage werden für die gesamte politische Linke sozusagen. Und das ist auch ein bisschen das Zeitfenster ist auch eigentlich nur 2 Jahre. Also die Bundestagswahlen sind 2025. Wir haben 2 Jahre vor uns. Es gibt auch in Rio sozusagen eine Diskussion, die wir führen, was für Mittel dazu gesetzt werden. Aber sozusagen, damit wir auch diese Diskussion vielleicht mit diesem Sommercamp auch starten, in allen unseren Diskussionen, Gruppierungen, auch mit den anderen Organisationen, dass wir bis Ende des Jahres sozusagen mit einem konkreten Vorschlag kommen, ob wir uns das vorstellen können, wo es genau Sinn macht, um tatsächlich in 2 Jahren sozusagen bei den Wahlen eine alternative Liste gegenüber der Linkspartei sozusagen zu haben, um diese Möglichkeit zu prüfen. Genau. Ich denke aber dennoch, dass es die Schaffung, also wir werden die revolutionäre Partei, die notwendig ist, nicht durch sozusagen Abkommen oder durch Verhandlungen oder durch Zusammenschlüsse von kleineren Organisationen schaffen. Es wird ein historischer Prozess sein, wo wir in Kämpfen eine entstehende Arbeiterinnen-Avantgarde tatsächlich überzeugen müssen, wie wir in Frankreich sozusagen jetzt gesehen haben, dass die Genossinnen versuchen, die fortschrittlichsten Sektoren für ein revolutionäres Programm zu gewinnen. Und deswegen wird es an unseren gemeinsamen Erfahrungen abhängen, mit den solchen Wahlauftritten, mit unseren Kämpfen in VKG und anderes. Und zu der Frage, also warum so eine Partei notwendig ist und wie wir es verhindern können, dass es sich bürokratisiert. Ich denke, die Notwendigkeit resultiert daraus, dass unser Feind auch eine zentralisierte Macht ist. Also wir haben, wenn wir so mehr oder weniger einschätzen, einen Apparat von Hunderttausenden Soldatinnen plus sozusagen Staatsbeamtinnen, die sozusagen dafür da sind, um diese Herrschaft zu sichern. Wir haben in Gewerkschaften ihre Agentinnen in der Gewerkschaftsbürokratie, wir haben in den sozialen Bewegungen die Bürokratien der NGOs, wir haben die bürgerlichen Parteien, die sozialdemokratischen Parteien. Und in dem Moment, wo der Klassenkampf die Massen auf die Straße bringt, wie wir in Chile gesehen haben zum Beispiel, wo über 1 Million Menschen auf der Straße waren, wo der Rücktritt der Regierung eine mehrheitliche Forderung war,
falls die Revolutionären in dem Moment nicht die Mehrheit der arbeitenden Klasse hinter sich sammeln können, es eben keine Revolution stattfindet. Also dass die Revolution nicht eine Frage der Mobilisierungen bleibt, sondern es eine zentralisierte Kraft geben muss, die eben in diesem Bewegung die Bewegung in eine revolutionäre Richtung lenken kann und tatsächlich Organe schaffen kann, die die kapitalistische Macht durch Räteorgane sozusagen ersetzen können. Und dafür, dass aber diese Partei sich nicht bürokratisiert, haben wir auch Lehren aus der Geschichte, dass auf jeden Fall eine größtmögliche demokratische Diskussion in dieser Partei gewährleistet sein soll, dass keiner der Hauptamtlichen nicht gewählt sein soll, jederzeit die Führungsstrukturen abbildbar sein sollten, aber selbst das, weil wie wir in der Geschichte der Sowjetunion kennen, keine Garantie, dass es keine Bürokratisierungstendenzen gibt. Es ist ein alltäglicher Kampf. Es wird auch vor uns kommen, neue Herausforderungen kommen auf dem Weg zur Revolution und auch danach gegen eine Bürokratisierung zu kämpfen. Und es gibt keine Garantie sozusagen, die niemandem geben kann. Und zuletzt, wie man kämpft, ich denke, besonders in einem imperialistischen Land müssen wir unsere Motivation von dem internationalen Klassenkampf holen. Weil auch wenn wir hier auch sehr viel Bewegung sehen, dass die größte Welle des Klassenkampfes möglicherweise auch in anderen Ländern passieren wird. Vielleicht werden wir die nächste arbeitende Regierung in einem halbkoloniales Land sehen. Vielleicht werden wir es in Asien sehen, vielleicht werden wir es in Lateinamerika sehen. Und an dem Moment, ich versichere euch, dass unsere Regierung mit ihrer gesamten Kraft, mit ihrer gesamten Kriegsmaschinerie einen Angriff auf diese arbeitende Regierung stellen wird. Und wir wissen, wie die deutsche Bourgeoisie, wozu sie fähig ist, was sie im Zweiten Weltkrieg geschaffen hat, Millionen von Menschen vernichtet hat. Und die Alternative sozusagen, die wir uns haben, ist nicht einfach kämpfen oder nicht kämpfen, sondern ob wir kämpfen wollen und ob wir tatsächlich unseren Dienst hier in diesem imperialistischen Land leisten wollen für die internationale Revolution. Weil dass der Klassenkampf weitergehen wird, dass die Massen weiter kämpfen werden, ist unabhängig von Revolutionären. Das sehen wir am besten Beispiel in Palästina, wie sie gegen dieses Apartheid-Regime und das israelische Militär kämpfen sozusagen, auch wenn die Lage in kurzer Frist so sozusagen unfruchtbar aussehen mag. Und bei diesen kämpfenden Massen müssen wir unsere Motivation finden, denke ich. Danke dir. Freddy als nächstes. Wir biegen auf die Zielgerade ein. Ich weiß, es ist schon ein langer, langer Tag, aber letzte Kräfte mobilisieren. Und alle, die jetzt kommen, sind dafür bekannt, dass sie sehr präzise und auf den Punkt sprechen. Deshalb haltet durch. Hallo, ich bin Freddy. Ich bin Erzieherin aus Berlin. Ich bin bei RIO und bei KGK Workers. Und ich möchte ein bisschen was dazu sagen, was mir Hoffnung gibt. Ich hoffe, das ist nicht zu zusammengewürfelt. Das ist jetzt spontan. Ich hatte nämlich lange irgendwie gar nicht viel Hoffnung. Vor 6,5 Jahren bin ich in die Linksjugend Zollet, das ist die Jugendorganisation der Linkspartei, eingetreten, falls das jemand nicht kennt, weil ich dachte, dass man irgendwie was tun muss. Also die AfD war gerade in den Bundestag eingezogen, das erste Mal. Trump war Präsident geworden und ich hatte so das Gefühl, dass die Welt irgendwie so voll auf den Abgrund zusteuert. Also wir haben auch irgendwie ein paar coole Sachen gemacht. Also wir haben irgendwie, wir haben Nazis blockiert und so ein ganz bisschen Marx gelesen, aber wir hatten jetzt keine einheitliche Strategie, also wir wussten nicht so genau, was wir wollten und es war auch alles irgendwie sehr zusammengewürfelt. Genau, und das ist ja eigentlich klar, wir können jetzt Nazis nicht innerhalb vom Kapitalismus besiegen, ne? Und wir können auch Ausbeutung und Unterdrückung und Umweltzerstörung und so weiter innerhalb von diesem System nicht beenden. Und ich dachte früher, dass so unsere Aufgabe oder meine Aufgabe ist, einfach so ein bisschen zu warten, dass eine Revolution kommt, weil irgendwann kommt die ja wahrscheinlich. Und dann halt irgendwie in den entscheidenden Momenten auch mit am Start zu sein. Genau, heute weiß ich aber, dass wir nicht einfach irgendwie so auch mit dabei sein können, sondern uns irgendwie an Kämpfen beteiligen müssen, Kämpfe politisieren müssen, daran arbeiten, das Klassenbewusstsein zu stärken und eine revolutionäre Partei aufbauen müssen, um dann in den relevanten Momenten
einzugreifen. Und es wirkt so voll weit weg mit Revolution, aber RevolutionärInnen vor uns wussten ja auch nicht genau, wann die Revolution kommt. Und es hat hier auch so ein bisschen überrascht. Und es wird oft so gesagt, dass der Kapitalismus das Ende der Geschichte ist. Und es, also es wirkt irgendwie es gibt irgendwie dieses Zitat von Bini Adamczak, glaube ich. Es ist schwerer, sich das Ende des Kapitalismus vorzustellen als das Ende der Geschichte. Aber so muss es ja gar nicht sein. Genau, ich bin so obviously nicht mehr in der Linksjugend Solid. Ich bin ausgetreten nach der Revolutionärer Bruchkonferenz letztes Jahr, weil ich glaube, dass irgendwie die Linkspartei nicht die Kraft ist, mit der wir irgendwas machen können. Sie lenkt halt die Bewegung in die Parlamente um, wo sie verkümmern, also zum Beispiel siehe DWE, und sie kann den Menschen keine sozialen Alternativen bieten, was ja auch ein Grund sein kann, warum die dann irgendwie rechts wählen. Genau. Und so, was mir ganz persönlich Hoffnung gibt, mir gibt Hoffnung, dass wir irgendwie eine konkrete Strategie haben, wo ihr hoffentlich auch bei diesem Camp schon so ein bisschen einen Einblick kriegen konnten, wie wir irgendwie zum Sieg, also zu einer sozialistischen Revolution, die erfolgreich wird, gelangen wollen. Und dass wir nicht einfach so ein bisschen irgendwie raten, sondern einen Plan haben. Und mir gibt es auch Hoffnung irgendwie, in andere Länder zu schauen, zum Beispiel auf nach Frankreich irgendwie, wo es erst den Generalstreikrab gegen die Rentenreform und dann die krassen Mobilisierungen und Revolten nach dem Polizeimord an Noël. Und mir hat auch der Mardi Gras-Film gestern richtig viel Hoffnung gegeben, so zu sehen, dass sie da nicht nur einfach so für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze gekämpft haben, sondern für einen ökologischen Umbau, für Feminismus, und dass es nicht einfach so ein Freiraum ist, wo man sich zurückzieht, sondern so ein bisschen chillt, und ein bisschen chillt, sondern halt eine Bastion, wo man Kräfte sammeln kann, von der aus man dann wieder auszieht und die als Vorbild, als Leuchtturm für andere dienen kann. Aber auch in Deutschland gibt es irgendwie so Sachen, die mir irgendwie Hoffnung geben, zum Beispiel, dass die Kolleginnen im Kreissaal Neuperlach mit unserer Unterstützung schaffen konnten, dass der Kreissaal vorerst nicht geschlossen wird und dass wir gemeinsam gegen die Kündigung von Ines kämpfen. Aber auch generell, dass es zum Beispiel letztes Jahr richtig viele Streiks gab und dass man nicht, es hat bei der Refbruch-Konferenz jemand gesagt, dass die Arbeiterinnenklasse an einem historisch ganz, ganz schlechtesten Punkt stünde in Deutschland, aber das tut sie ja eben nicht. Und es gibt mir auch Hoffnung. Und es gibt mir auch Hoffnung, euch alle hier zu sehen. Also so viele Leute, die ich auch schon irgendwie kenne, aber vor allen Dingen auch ganz viele neue. Und es kann keiner jetzt prognostizieren, wie das jetzt mit der Revolution sein wird. Aber es ist ja auch logisch, weil es ja keine Naturgewalt, die so irgendwie auf uns einbricht. Da steht so im Kalender, okay, morgen ist Revolution. Sondern es liegt in unseren Händen, auch alles dafür zu geben, dass eine andere Welt möglich sein wird. Und die Hoffnung nicht aufzugeben und dafür zu kämpfen. Danke dir. Stefan. Ja, danke schön. Danke für die sehr lebhafte Diskussion bisher. Danke, dass ihr so lange durchhaltet. Ich bin Stefan. Ich will nur ganz kurz die Frage nochmal, warum wir eine Partei brauchen, aus einer ganz kleinen geschichtlichen Perspektive benennen. Wir haben dieses Jahr 100 Jahre 1933 Entschuldigung. Ich wollte sagen, wir haben dieses Jahr 90 Jahre 1933 und viele sagen, der Faschismus wieder zurück, und viele ziehen
viele benutzen sozusagen diese Analogie auch, um zu sagen, okay, damals gab es die Einheit der Arbeiterinnenklasse nicht und deswegen müssen wir heute die größtmögliche Einheit gegen die Faschisten organisieren und meinen damit die Volksfront gegen die AfD, sie meinen damit einfach nur die Linkspartei wählen oder irgendeine demokratische Partei wählen. Das ist offensichtlich die falsche Alternative, wie wir gerade gehört haben. Die Perspektive, die wir als Revolutionärinnen darauf haben, ist, dass die Arbeiterinnenklasse in einer Einheitsfront, die sich gegen den Faschismus, gegen den aufkommenden Faschismus wehren kann, um in die Offensive zu gehen, um die Revolution voranzutreiben. Und da haben wir eben das andere Jubiläum, was ich benennen wollte, 1923, 100 Jahre deutsche Oktoberrevolution, die sehr, sehr plastisch zeigt, warum wir eine Partei brauchen. Wir waren in einer Situation, da gab es in Sachsen, wo heute die AfD 35% hat, eine Arbeiterinnenregierung. Da gab es in Thüringen eine Arbeiterinnenregierung. Und diese Arbeiterinnenregierung stand am Vorabend der Revolution. Jedoch hat die kommunistische Partei, die kommunistische Partei hat damals sich nicht getraut, die Revolution bis zum Ende zu organisieren, sondern hat auf die Einheit um jeden Preis mit dem linken Teil der SPD gesetzt. Und so wurde der Aufstand, der schon organisiert worden war, kurz am Ende des Tages abgeblasen. Wir werden dieses Jahr eine große Veranstaltung organisieren zu 100 Jahre 1923, wo wir über diese Lehren tiefer diskutieren wollen. Aber sie zeigt, glaube ich, dass wir die Notwendigkeit haben, eine Organisation aufzubauen, die nicht nur im Moment der Revolution nicht nur vorhanden ist und irgendwie hofft, dass die Massen sozusagen den letzten Schritt gehen werden, sondern die diesen Schritt aktiv organisiert. Wie wir diese Partei aufbauen können, ist genau die Frage. Und wir haben da viele Möglichkeiten, viele Schritte zu gehen heute, um Möglichkeiten auszuloten, um Übereinstimmung auszuloten, wie hier auf dem Podium diskutiert wurde. Eine Partei, die ihr Zentrum im Klassenkampf hat. Aber ich muss noch mal betonen, dass diese Diskussionen, die wir führen, nicht nur ideologische Diskussionen sind, sondern es sind Diskussionen, die sich sehr stark unterscheiden von der Zeit vor 150 Jahren, weil es nämlich heute materielle Kräfte gibt, nicht nur der Bourgeoisie, sondern auch innerhalb der Arbeiterinnenbewegung, die diesem Ziel entgegenstehen, nämlich die Gewerkschaftsbürokratie, die verräterischen Führungen unserer Klasse, die reformistischen Bürokratien. Und das sind eben nicht nur die Ideen, sondern sie haben eine ganz konkrete materielle Macht, gegen die wir uns stellen und die wir organisieren müssen. Und deswegen stehen wir für den Aufbau von revolutionären Fraktionen in den Gewerkschaften, um die Gewerkschaftsbürokratie rauszuwerfen. Deswegen wollte ich, weil vorhin auf das Gruppierungstreffen von Waffen der Kritik hingewiesen wurde, auch noch einmal kurz darauf hinweisen, dass morgen auch ein Gruppierungstreffen von KIK Workers stattfindet, wo wir genau über diese Perspektive des Aufbaus von revolutionären Fraktionen in der Arbeiterinnenbewegung und einer antibürokratischen Strömung in diesem Sinne diskutieren wollen. Zum Schluss, es wurde an verschiedenster Stelle heute geteasert, Genossinnen haben darüber gesprochen, die Perspektive, die wir für die Revolution haben, ist eine internationale. Und morgen werden wir bei unserer Abschlusspodiumsdiskussion genau diese Perspektive vertiefen. Ich lade euch jetzt schon ein, morgen mit dabei zu sein, wo wir dann mit Genossinnen aus Chile, aus Italien, aus Frankreich über die Notwendigkeit einer internationalen Revolution und über den Wiederaufbau der Vierten Internationale diskutieren können. Danke. Danke dir, Stefan. Als allerletzter Beitrag auf der Redeliste Finn, wenn ich das richtig gelesen habe. Hi, hi. Ich bin Finn von der RSO. Genau. Und ja, zum Thema Hoffnungslosigkeit, die manchmal irgendwie als Realismus ankommt, einfach weil wir so eine krisengebeutelte Geschichte haben, Anfang des 20. Jahrhunderts eine vertane Chance auf eine Weltrevolution und eine degenerierte Sowjetunion, eine sich degenerierende Sowjetunion. Auf diese Enttäuschung folgt totale Verwirrung, als der Stalinismus einfach nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Imperialisten zusammen die revolutionären Erhebungen in den Ländern Europas niederhält.
später dann der Siegeszug des Kapitals ab den 90er Jahren. Ein Siegeszug, der, wo uns ziemlich klar ist, dass er nur von kurzer Dauer sein kann, denn der Kapitalismus ist reif, er ist mehr als reif, er vergammelt von innen und stinkt. Und naja, wir Marxistinnen denken, dass nur die Arbeiter in der Lage sind, diese Gesellschaft auf eine fortschrittliche Art und Weise voranzubringen. Und so ist die Krise der Menschheit auch die Krise der Arbeitenden. Genau, aber unser Verständnis von Klassengesellschaft, das ist nicht das von einem Automatismus, von irgendwie Schaltern in einem Uhrwerk. Es gibt Menschen wie euch, es gibt Menschen wie mich, es gibt diesen subjektiven Faktor. Und naja, die Krise der Arbeitenden ist eben die Krise ihrer Führung, ihrer revolutionären Führung. Und naja, um nochmal auf Frankreich zurückzukommen, es ist ein bisschen anders, als Christian dargestellt hat in dem Workshop heute Nachmittag. Genau das, was ich gerade gesagt habe, das war der Geist von dem Camp der NPA in Frankreich, wie es auf mich ausgestrahlt hat. Ich habe wirklich wenig öfter gehört als, es gibt nicht zu wenig Bewegung, sondern zu wenig Aktivistinnen, die revolutionäre Perspektiven hineintragen. Und naja, in Deutschland sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, aber gut, wir sind Revolutionärinnen, wir beschweren uns nicht über irgendwie die frommen Deutschen oder so etwas. Nein, wir stehen vor den Werkstoren, wir stehen vor den Schulen und Unis und wir diskutieren und wir merken, es ist der Bedarf da, es wird diskutiert und es ist ein Potenzial da. Und genau, solange wir nicht da sind, wo die Bewegung ist, sollten wir uns nicht beschweren. Das war's. Danke dir, Finn. Nein, beschweren brauchen wir uns nicht. Vielmehr möchte ich mich bedanken bei euch, dass ihr durchgehalten habt bis jetzt. Ich glaube, wir hatten eine sehr produktive Diskussion, eine sehr solidarische Diskussion, auch trotz oder gerade wegen der inhaltlichen Kontroversen, die wir austragen durften. Es sind viele Diskussionen, die wir in den kommenden Tagen, würde ich sagen, aber zumindest mal morgen noch in den Workshops weiter diskutieren können. Viele der Dinge, die uns Hoffnung geben können, wurden genannt. Ich möchte noch eine Sache hinzufügen, die uns Hoffnung machen soll, nämlich, dass wir auch heute schon, obwohl wir den Zahlen nach noch so wenige sind, bereits einen Einfluss haben, der über unser unmittelbares Umfeld weit, weit, weit hinausreicht, weil wir ein Werkzeug haben, das uns unterscheidet, das uns tatsächlich innerhalb der Linken auch heraushebt, und das ist die Zeitung, das ist unser Werkzeug Klasse gegen Klasse. Und ich möchte ganz stark die Einladung auch an euch richten, nicht nur in den Gruppierungen aktiv zu werden, das natürlich unbedingt auch morgen bei den Treffen dabei zu sein, aber Klasse gegen Klasse auch als euer eigenes Werkzeug zu begreifen, eure Kämpfe, euren Alltag, eure Debatten und auch eure Hoffnungen und Zweifel auf die Webseite zu bringen, diskutierbar zu machen und daraus neue Kraft zu schöpfen für neue Kämpfe und damit einen Beitrag zu leisten zum Aufbau dieser Partei, die wir in Deutschland und international so dringend brauchen. Ich freue mich irre, jetzt auf was zu trinken, aber dann umso mehr auf morgen, auf den Tag gemeinsam mit euch in der Diskussion und umso mehr noch auf die Abenddiskussion mit den internationalen Genossen in der FT. Für den Moment war's das. Einen schönen Abend euch. Macht es gut.